Die Asklepios-Klinik. Haben die Krämpfe schon eingesetzt? Penelopes Blick hatte etwas Beunruhigendes. Er transportierte mehr als die übliche Ungeduld zur Monatsmitte hin. Sie war der Verzweiflung nahe. Diesmal war es wirklich schlimm. Nein, noch nicht. Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht und wimmerte dabei, als stünde das jüngste Gericht kurz bevor. Beth hatte ihr affektiertes Getue immer schon gehasst. Die zunehmende Unzuverlässigkeit der Zyklen hatte Penelopes Verhalten jedoch stark verändert. Aus unangenehmer Schrulligkeit war innerhalb weniger Monate furchteinflößende Besessenheit geworden. Beth fühlte sich in Penelopes Gegenwart jeden Tag weniger wohl. Sie hätte viel lieber diese verfluchten Krämpfe ertragen, ohne Schmerzmittel, ohne Pause, als sich hier und jetzt den Launen ihrer ältesten Freundin und einzigem Vertrauten schutzlos ausgeliefert zu wissen. So weit hätte es niemals kommen dürfen. Dann sind wir am Arsch. Endgültig am Arsch. Es war mehr ein Heulen als ein Fluchen. Penelope sank auf die Knie wie ein nasser Sack, als sei sie von hinten niedergeschlagen worden. Noch immer bedeckten ihre Hände ihr altes, runzliges Gesicht. Tränen rannen zwischen ihren Fingern hindurch, an ihren Armen herab, auf den kalten Marmorboden. Es kann wirklich nicht mehr lange... Sei still! Sie blickte zu Beth und durchlöcherte sie mit einem Ausdruck von Wut und Abneigung. Es sind die Wechseljahre. Das wissen wir beide. Es ist endgültig vorbei. Beth konnte es nicht ertragen, Penelopes hasserfülltes Gesicht zu sehen. Sie drehte sich um zur Spüle und begann die bereits zuvor gereinigten Trinkgläser mit einem Handtuch zu trocknen. Es ist nicht meine Schuld. Nicht zu wissen, wie Penelope hinter ihrem Rücken auf diese Worte reagieren würde, war ein mindestens ebenso bedrohliches wie schwer zu erduldendes Gefühl. Aber Beth verharrte in ihrer Position und lauschte angestrengt. Einige Minuten lang passierte nichts. Dann hörte Beth, wie Penelope sich vom Boden erhob und mehr torkelnd als gehend die Küche durch den Seiteneingang in Richtung Badezimmer verließ. Es sind die Wechseljahre. Wir sind am Arsch. Es sind die Wechseljahre. Wir sind am Arsch. Es sind die Wechseljahre. Es dauerte eine Weile, bis Penelope außer Hörweite war. Auch danach konnte man sie diese Worte gelegentlich von weitem leise brabbeln hören, wenn sie ruhelos durch die dunklen Räume des alten Anwesens schlurfte. Einem Zombie gleich, dem nichts weiter geblieben ist als ein ewiges Leben und der Trieb, nach Nahrung zu suchen. Beth wagte lange nicht, ihren Platz an der Spüle zu verlassen. Irgendwann setzte sie sich matt und deprimiert an den Esstisch inmitten der Küche und schaute antriebslos durch das große Panoramafenster in den grauenden Morgen hinein. Ohne Hoffnung. Ohne Plan. Ohne irgendetwas zu fühlen, außer der ihr altbekannten Angst vor dem, was in den folgenden Stunden alles passieren könnte, wenn die Praxis erneut geschlossen bliebe. Für mindestens einen weiteren Tag. Der erwartete Tumult blieb an diesem Morgen aus. Woran es lag, konnte Beth sich nicht erklären. Möglicherweise war eben einfach niemand krank. Möglicherweise hatte sie einfach Glück gehabt. Möglicherweise hatte Gott oder das Schicksal oder was auch immer ihr als Kind diesen Fluch ungebeten in den Schoß hatte legen müssen, endlich ein Einsehen mit ihr gehabt. Könnte es sein? Würde sie vielleicht nie mehr wieder unter den entsetzlichsten Schmerzen leiden müssen? Monat für Monat, um anderen ihre dicken Autos und dekadenten Lebensstile zu finanzieren? Was würde Miller tun, wenn er irgendwann begriffe, dass der Euter seiner goldenen Kuh endgültig ausgetrocknet war? Sie einfach schlachten? Oder ihr das wohlverdiente Gnadenbrot zukommen und sie darüber hinaus in Ruhe lassen? Miller war vieles. Ein stadtbekannter Krimineller, ein Schläger, ein Vergewaltiger. Aber einen Mord hatte ihm bislang noch niemand unterstellt. Penelope hatte panische Angst vor ihm. Beth war sich sicher, den Grund dafür zu kennen, aber sie hatte niemals mit Penelope über diese Nacht im Mai gesprochen und sie würde es auch nicht mehr versuchen. Bereits die pure Erwähnung dieser Nacht ließ Penelope vor Entsetzen zittern. Sie wäre nie und nimmer imstande gewesen, wahrheitsgemäß über das zu berichten, was damals, vor so unendlich langer Zeit, mit ihr geschehen war.
Nicht vor ihrer besten Freundin im geschlossenen Raum unter vier Augen. Ganz sicher nicht in einem Gerichtssaal vor Dutzenden Fremden und Miller höchstpersönlich, keine 2 Meter von ihr entfernt. Nicht weniger beinhaltete die Erinnerung an diese Nacht als Penelopes persönliches Fegefeuer. Daran bestand für Beth kein Zweifel. Er musste grausame Dinge mit ihr angestellt haben. Aber Mord? War Miller dazu fähig? Beth gegenüber hatte er sich immer überaus zuvorkommend verhalten. Fast wie ein Gentleman. Keine ungebührlichen Berührungen hatte es gegeben. Keine unzüchtigen Blicke. Noch nicht mal zynische oder abwertende Bemerkungen. Für Miller unter normalen Umständen nahezu undenkbar. Zumindest Frauen gegenüber. Natürlich war Miller nicht der einzige Grund, warum sich Beth seinerzeit dazu entschlossen hatte, ihr Zyklenblut regelmäßig in kleine Ampullen abzufüllen und es zu horrenden Preisen von zwielichtigen Wunderheilern in ihrem eigenen Hause verscherbeln zu lassen wie orientalisches Gemüse auf einem Marktplatz. Die Menschen, die zu Beth ins Haus kamen, ohne sie selbst dabei jemals zu Gesicht zu bekommen, waren in der Regel totgeweiht, verzweifelt und ohne jede Gegenwehr dazu bereit, ihren gesamten Besitz zu veräußern für diese letzte kleine Chance auf Heilung ihrer unvorstellbaren Qual. Beth beobachtete manchmal vom Dachfenster aus den Praxisbetrieb im gegenüberliegenden Flügel des Anwesens. Die Leute, die dort manchmal zu Hunderten vor den großen Flügeltüren kauerten, um eine Ampulle mit einer auf Beth Blut basierenden Tinktur zu erwerben, sahen oftmals aus, als seien sie bereits gestorben. So mager und blass, haarlos und sichtlich dehydriert. Manche von ihnen mit offenen Wunden, andere mit verformten Gliedmaßen oder gar fehlenden Armen und Beinen. Im Laufe der Jahre machte Beth für sich ein Spiel daraus, am Anblick der Hilfesuchenden deren Krankheit möglichst präzise abzulesen. Krebsleiden waren am einfachsten zu identifizieren. Allgemeine Symptome wie Nachwirkungen der verschiedenen Therapieversuche waren sich unabhängig von der Art des Tumors immer relativ ähnlich. Auch das Erkennen von Lähmungen und Verstümmelungen stellten selbstredend keine große Herausforderung dar. Besonders schwierig fiel es Beth, die Geisteskrankheiten von den unheilbaren Viruserkrankungen oder Gefäßverschlüssen zu unterscheiden, aber es gab überraschenderweise oft hilfreiche Hinweise. Kleine Gesten oder Bewegungen, die Art der Menschen zu gehen, mit ihren Begleitern oder anderen Wartenden zu reden. Typisch für die Dementen etwa war die untypisch gute Laune, die sie in der Menge verbreiteten, während Schlaganfallopfer sich in der Regel sichtlich holprig voranbewegten. Irgendwann, vor etwa 20 Jahren vielleicht, hatte Beth damit angefangen, ihre Fernprognosen in ihrem Tagebuch zu protokollieren. Wenn ihre Vermutungen im Großen und Ganzen zutreffen sollten, waren es großteilig Krebs- und AIDS-Patienten, die ihr Blut tranken. Unwissentlich natürlich. Niemand wurde darüber informiert, was genau in den Ampullen enthalten war. Nicht einmal Beth oder die zu Verkaufszwecken angeheuerten Wunderheiler wussten das im Detail. Nur Miller, der die Tinkturen eigenhändig für den Markt fertigstellte, kannte dieses Geheimnis. Beth vermutete, dass Miller außer Geschmacks- und Farbstoffen auch eine geringe Menge Rauschgift unter ihr Blut mischte, damit sich neben der heilenden Wirkung ihres Blutes bei den Patienten auch ein Aha-Effekt einstellen konnte. Sicher, wenn aus dem Nichts auf einmal Arme und Beine nachwuchsen, war ein solcher Aha-Effekt nicht weiter vonnöten. Die Kurierung von Krebs oder AIDS lief für den Erkrankten zunächst jedoch ohne spürbare Veränderung ab. Und da diese Gruppe nach Beths Vermutung Millers Kernkundschaft darstellte, konnte ein ad hoc empfundener Schwebezustand direkt nach der Einnahme der Tinktur als Indikator für den einsetzenden Heilprozess wohl nicht schaden, schon alleine wegen der Mundpropaganda. Beth hasste sich dafür, als Grundlage für dieses unwürdige Schauspiel herhalten zu müssen. Aber sie hatte während all der Zeit auch diejenigen beobachtet, die nach Verabreichung ihres Blutes die Praxisräume wieder verlassen hatten. Die Heilkraft der Tinktur war außergewöhnlich. Sie rettete Leben. Jedes Leben. Eine Erfolgsquote von 100%. Und wer einmal von ihrem Blut getrunken hatte, der kam niemals wieder. Ewige Gesundheit? Unsterblichkeit? Beth wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie selbst das letzte Mal als Kind krank gewesen war, vor dem Einsetzen ihrer ersten Periode.
Nachdem Beth über mehrere Stunden hinweg in Gedanken versunken aus dem Küchenfenster gestarrt hatte, war noch immer nichts Beunruhigenderes in ihre Wahrnehmung gedrungen, als die gelegentliche Brabelei der in einiger Entfernung auf- und abschlurfenden Penelope. Die Wechseljahre. Es kann nur so sein, wir sind am Arsch. Und ein urplötzlicher lauter Knall aus weiter Entfernung, der Beth fast hätte vom Stuhl rutschen lassen vor Schreck. Wahrscheinlich wieder irgendeine Art Verkehrsunfall am Dying Rock. Die Bergstraße dort war berüchtigt für ihre tückischen Kurven und Steilhänge. Kein aufgebrachter Miller, der mit gezückter Handfeuerwaffe auf Nachschub seines Verkaufsschlagers pochte. Kein vor verschlossenen Toren harrender Mob sterbenskranker Menschen, die teilweise um den ganzen Weltball geflogen waren, nur um an den angekündeten Öffnungstagen der Praxis ihre Seele für ein Wässerchen Hoffnung einzutauschen. Auch kein Einsetzen langer herbeigesehnter Unterleibskrämpfe. Es passierte nichts. Überhaupt nichts. Und dann, ganz plötzlich, ohne jede Vorwarnung, stand Raymond vor Beth. Mitten in der Küche. Eine doppelläufige Schrotflinte, direkt auf ihr Gesicht richtend. Wie er ins Haus gekommen war, wie sie es nicht hatte mitbekommen können. All ihre Fragen, Gedanken und Ängste erstarrten zusammen mit Beth in eiskaltes Entsetzen. Sie bewegte sich nicht, sie atmete nicht. Sie saß nur da und starrte über die Waffe hinweg auf das Gesicht ihres unerwarteten Besuchs. Ich habe ihn getötet. Du kannst es mir geben und bist dann frei. Sie verstand kein Wort von dem, was Raymond ihr sagte. Sie war nicht in der Lage zu denken. Beth, hörst du mir zu? Gib mir das Mittel. Danach kannst du gehen. Raymond, ein kleiner, untersetzter Mann Mitte 50, war Millers Buchhalter. Zumindest war er das gewesen, als Beth ihn das letzte Mal gesehen hatte, vor Jahren. Sie hatte gerade erst richtig begriffen, wer da eigentlich vor ihr stand, als Raymond bereits begann, die Geduld mit ihr zu verlieren. Gib mir das Mittel! Meine Tochter liegt im Sterben. Ich habe keine Zeit mehr. Ich brauche das Mittel. Jetzt! Sofort! Raymond, was tust du? Miller wollte es mir nicht geben. Also habe ich ihn gezwungen, mir zu sagen, wo es ist. Er hat gesagt, du hättest es. Das war keine Lüge. Er hatte zu große Angst. Das habe ich genau gesehen. Also, wo ist das Mittel? Ich kann nicht. Wenn du mir nicht auf der Stelle das Mittel gibst, knall ich dich ab! Ich schwör's bei allem, was mir heilig ist, ich knall dich ab wie ein Hund! Woher sie die Kraft nahm, sich zu erheben und Raymond die Stirn zu bieten, wusste Beth nicht. Aber sie war jetzt völlig klar. Und aus ihrer Angst formte sich eine unbändige Wut. Ich habe das Mittel nicht. Du kannst mich erschießen, wenn du willst. Aber ich kann dir nicht helfen. Raymond sah sie einen Moment verblüfft an. Dann riss er seine Flinte in einer fließenden Bewegung nach unten und sprengte mit einem ohrenbetäubenden Knall Beth linken Oberschenkel im Fetzen. Sie schrie nicht, als sie den Halt verlor und rücklings auf dem harten Marmorboden aufschlug. Sie spürte keinen Schmerz. Sie spürte nichts. Außer ihrer rasenden Wut. Ich habe keine Zeit mehr, Beth! Meine Tochter kann jeden Moment draufgehen. Sie hat schweres Fieber. Es könnte schon zu spät sein. Gib mir es das! Es gibt kein Mittel! Bess brüllte ihn so heftig an, dass er vor ihr zurückwich, ohne dabei jedoch die Flinte zu senken. Das Mittel ist mein Blut! Mein Blut kann heilen! Ein kurzer Moment vollkommener Stille verging. Dann ergriff Raymond das Wort. Er sprach ruhig und überlegt. Es war nicht schwer zu erwarten, dass es etwas mit euch zwei Schlampen zu tun haben musste. Warum sonst sollte ich über Jahrzehnte hinweg im goldenen Käfig gefangen halten? Wenn es dein Blut ist, Beth, habe ich, was ich wollte. Er ging in die Knie, ohne Beth dabei aus den Augen zu lassen, und holte ein kleines Glasgefäß aus seiner Jackentasche. Das wird dir nicht helfen. Sie hörte sich selbst lachen, ohne auch nur einen einzigen Funken ihres Wesens darin wiederzuerkennen. Es muss Zyklenblut sein, sonst funktioniert das nicht. Raymond sah Beth fragend an, er verstand offenbar nicht. Periode, es muss Blut aus meiner unheiligen Fotze sein.
Ich muss meine Regel haben. Verwirktes Leben muss aus mir rausfließen. Sonst ist mein Blut nicht anders als deines. Und ich hatte seit Wochen keine Regel. Du kannst dein Heilmittel vergessen, du fetter Schwanzlutscher. Deine Tochter ist tot. Tot! Nichts kannst du dagegen tun. Du hast gemordet für nichts. Nun war es Raymond, der sich nicht bewegte. Es war Raymond, dem das Entsetzen, das ungefilterte Begreifen in den Augen brannte wie Höllenfeuer. Ein weiteres Mal konnte Beth ihr eigenes Lachen vernehmen. Es klang wieder natürlich verzerrt und hasserfüllt. Raymond hatte ihr nie etwas getan. Er hatte ihr sogar einen Dienst erwiesen durch den Mord an Miller. Er tat ihr leid. Oder hätte ihr eigentlich leid tun müssen. Aber sie konnte kein Mitleid mehr empfinden. Alles, was sie fühlte, war Hass. Und sie war sich nicht sicher, ob dieser Hass ihr eigener war. Was keine Rolle spielte. Jetzt nicht mehr. Ich glaube dir. Raymond legte die Waffe ab und griff nach dem Messer an seiner Gürtelschnalle. Dennoch muss ich es versuchen. Ich mache es schnell. Versprochen. Fünf Minuten später rannte Raymond zu seinem 33er Chevy. Das kleine Glasfläschchen in seiner Jackentasche war randvoll mit dunkelrotem, dickflüssigem Blut. Er hatte es direkt aus ihrem Geburtskanal gestochen, hatte sein Jagdmesser tief von unten in ihren Unterleib gebohrt. Sie hatte geblutet wie ein Schwein. Nein, wie zwei Schweine. So viel Blut auf einmal hatte er noch nie gesehen. Die ganze Küche war regelrecht überschwemmt worden von dem ekligen, zähklebrigen Zeug. Er musste schnell weg von hier. Noch war die Chance, seine Tochter zu retten, nicht gänzlich vertan. Als er die Zugfahrt zum Herrenhaus passierte und in Richtung Dying Rock auf die Bergstraße abbog, zwang sich das Bild seiner eben verübten Gräueltat mit Gewalt vor sein geistiges Auge. Beth, wie sie ohne jede Gegenwehr das Messer in sich zugelassen hatte. Ihr Blick war keine Sekunde von Raymond gewichen, als er sie wie ein wildes Tier förmlich aufspießte. Es kam ihm vor, als hätte ihr Leben einfach aufgehört. Sie war nicht gestorben. Er hatte deutlich ihre Atemzüge sehen können. Sie hatte einfach aufgehört. Wie eine Aufziehpuppe war sie in ihrer Existenz verharrt. Ihre leblosen, aber nicht unlebendigen Augen stets auf die seinen gerichtet. Ein grausames Bild, passend zu einer grausamen Tat. Er passierte den Dying Rock und fuhr weiter in Richtung Highway. In nicht einmal 20 Minuten würde er Klarheit darüber erlangen, ob sein Sündenfall umsonst gewesen sein sollte. Langsfield. Nach fast 7 Jahren gibt es endlich Ermittlungsfortschritte im Fall der sogenannten Teufelsseuche, die am 16.05.2024 weltweit zum selben Zeitpunkt, etwa 5 Uhr nachmittags europäischer Zeit, tausende Menschen ohne erkennbaren Grund das Leben kostete. Bislang konnte zwischen den Opfern keinerlei Gemeinsamkeit gefunden werden. Heute Morgen hat der zuständige Ermittler der WHO nun offiziell bekannt gegeben, dass mindestens 2/3 der Opfer im Laufe ihres Lebens irgendwann Patient, Patientin der von Harold Miller betriebenen Asklepios-Klinik gewesen waren, die aufgrund der bestialischen Morde an Miller und seiner Haushälterin Beth Simmons wenige Wochen vor dem Auftreten der Teufelsseuche geschlossen worden war. Weitere Hinweise führten die WHO zu der in einer Nervenheilanstalt in West Virginia lebenden Penelope McMurdoch, die nach neuesten Erkenntnissen angeblich eine enge Vertraute Millers gewesen sein soll. Auf Anfrage der Ermittler nach den Vorgängen in der Klinik antwortete die offenbar geistig verwirrte Frau, sie war in den Wechseljahren, die Leben waren nur geliehen. Die von der Klatschpresse befeuerten Gerüchte, Mrs. McMurdoch habe den Mord an Miller und Simmons mit angesehen, konnten nicht bestätigt werden. Vom Asklepios-Mörder fehlt weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.
Hoch die Hände, Wochenende. Es war ein anstrengender Arbeitstag gewesen. Pakete und Post sortieren klingt auf den ersten Blick einfach, aber in Wirklichkeit ist es anstrengend. Und heute war es besonders schlimm. Herr Holken spürte den Muskelkater schon im Umkleideraum des Paketzentrums, in dem er arbeitete. Er seufzte. Aber immerhin war jetzt Wochenende und er hatte sich vorgenommen, endlich mal wieder gar nichts zu tun. Kein Ausgehen, kein Tee trinken mit Frau Kampe, seiner Vermieterin, kein Ausflug ins Schwimmbad. Er wollte einfach zu Hause sein und ausspannen. Herr Holken setzte seinen Rucksack auf, warf einen letzten Blick in die Halle, nickte seinem Schichtleiter zu und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Endlich Feierabend. Es war kühl und der Himmel grau. Vermutlich würde es regnen. Er zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch und stapfte nach Hause. Seine Schritte hallten an den Mauern des Paketzentrums wieder. Holken freute sich auf eine heiße Dusche und auf Pizza und bog gedankenverloren in die Hauptstraße ein. An der Fußgängerampel machte er wie immer Halt, denn sie war immer rot. Und es dauerte immer ewig, bis sie grün wurde. Doch Herr Holken wollte Kindern ein gutes Vorbild sein und darum wartete er pflichtbewusst, bis die Ampel auf grün umsprang. Heute jedoch waren weder Kinder noch Autos zu sehen. Trotzdem, es ging ihm ums Prinzip. Er wartete. Eine Minute. Zwei Minuten. Gefühlte fünf Minuten. Dann endlich wurde es grün und die Ampel piepste. Herr Holken ging weiter und wunderte sich, dass die Straße so leer war. Sonst war hier immer Verkehr. Doch die Stadt wunderte ihn schon lange nicht mehr. Sie war wie eine Katze und tat immer das, was man nicht von ihr erwartete. Es dämmerte, als er in den Park einbog, der in der Nähe seiner Wohnung lag. Auf dem Spielplatz standen die Wippe und die Schaukel einsam und trostlos im Sand. Heute spielten keine Kinder hier, doch es war auch schon spät. Sonst balgen sich zumindest die Krähen lautstark um die Abfälle in den Mülltonnen. Doch heute hörte Herr Holken nur das Knirschen des Sandes unter seinen Schuhen. Merkwürdig, dachte er. Seine Schritte kamen ihm unnatürlich laut vor. Er sah sich um, aber alles schien normal. Dennoch hatte Herr Holken das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Doch es war nur ein diffuses, nicht greifbares Gefühl. Er blieb wachsam und ging weiter. Knirsch, knirsch, knirsch bei jedem seiner Schritte. Unwillkürlich ging er langsamer und versuchte leiser zu gehen. Doch vergebens, seine Schritte kamen ihm so laut vor, dass es beinahe grotesk war. Herr Holken blieb stehen. Das war doch albern. Er bildete sich das ein. Er war überspannt und wochenendreif. Schritte sind Schritte und sind nicht lauter oder leiser. Sie sind genauso laut, wie es die physikalischen Rahmenbedingungen definieren. Herr Holken machte einen weiteren Schritt und achtete genau darauf, wie es klang. Als sich seine Schuhsohle in den Sand drückte, knirschte es. Unnatürlich laut. Er hatte das Gefühl, dieses Geräusch müsse kilometerweit zu hören sein. Er hielt inne. Der Wind wehte leise und raschelte in den Bäumen. Die Fenster der Häuser am Rande des Parks waren erleuchtet. Doch dann fiel es Herr Holken auf. Es war still um ihn herum. Er hörte nichts von dem Wahnsinn der Stadt um sich herum. Kein Kinderschreien, kein Hupen in der Ferne, keine Sirene. Nicht das monotone Rauschen des Westschnellwegs. Die Stadt war verstummt. Herr Holken sah sich um. Er sah keine fahrenden Autos und keine Menschen, die in der Ferne gingen. Er sah nicht einmal die üblichen Krähen und Tauben. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit. Das war vermutlich nur eines dieser üblichen Spielchen, das die Stadt für ihn bereithielt. Doch wenn es das war, fühlte es sich nicht gut an. Er fühlte sich allein, im Zentrum der Aufmerksamkeit und widersinnigerweise beobachtet, obwohl dafür zumindest jemand hätte da sein müssen, der ihn hätte beobachten können. Doch da war keiner. Herr Holken war alleine. Und vermutlich war das auch der Grund, warum seine Schritte so laut waren.
Durch die Abwesenheit anderer Geräusche hatte das Gehör viel mehr Aufmerksamkeit zu verschenken für das Knirschen des Sandes unter seinen Schuhen. Die Stille legte sich wie ein Mantel über die Stadt. Sie war tot. Sie wirkte auf einmal bedrohlich. Die Häuser, die mit ihren erleuchteten Fenstern sonst heimelig auf ihn wirkten, wirkten feindselig und gefährlich. Herr Holkin eilte weiter und versuchte, das ungute Gefühl durch Rationalität wegzudrücken. Es war nur ein Gefühl, die subjektive Wahrnehmung und Interpretation einer situativen Laune des Alltags. In ein paar Minuten schon würde vermutlich irgendwo ein Auto um die Ecke kommen und alles würde zur Normalität zurückkehren. Herr Holkin verließ eilig den Park und bog in die Straße ein, in der er wohnte. Seine Schritte klangen laut und hart auf dem Asphalt. Er blickte im Vorbeigehen in einige erleuchtete Fenster. Er sah niemanden. Die Stille umgab ihn feindselig und drückend. Er hastete weiter und kam an dem kleinen Einfamilienhaus in der Lerchenstraße an, in dem er mit seiner Vermieterin Frau Kampe wohnte. Die Gartentür quietschte, als er sie öffnete. Das Geräusch kam ihm so laut vor, dass Herr Holkin unwillkürlich zusammenzuckte. Sie fiel mit einem Knall zu und er eilte zur Haustür. Der Schlüsselbund klimperte laut, als er ihn aus der Tasche zog. Er hörte sich atmen. Als er den Schlüssel ins Schloss steckte, hatte er das Gefühl, die Mauern der Häuser um ihn herum reflektierten das Geräusch und verstärkten es. Die Stille waberte um ihn. Ein urbaner Nullschallraum. Die Stille flutete mit Herrn Holkin ins Haus. Er nahm den vertrauten Geruch des Treppenhauses wahr. Das Ticken der großen Standuhr hämmerte ihm entgegen und mittlerweile hatte er nur noch den Wunsch, dass ihn die alte Frau Kampe mit ihrem warmherzigen Lächeln begrüßte und fragte, wie sein Tag gewesen sei. Durch das Milchglasfenster ihrer Wohnung schimmerte Licht. Er klopfte. Es klang, als hämmerte er gegen die Tür. Nichts regte sich. Er lauschte. Doch außer seinem Herzschlag hörte er nichts. Er klopfte erneut. »Frau Kampe?« sagte er. Oder schrie er? Stille. Er schüttelte den Kopf und ging die Treppe hoch in seine Wohnung. Die alten Holzstufen knarzten. Er verschloss die Tür hinter sich, setzte sich in seinen Sessel und schaltete den Fernseher ein. Er brauchte jetzt Ablenkung. Auf dem Bildschirm war nur weißes Rauschen zu sehen. Er schaltete um. Rauschen. Es gab keine Fernsehsender mehr. Die Erkenntnis traf Herrn Holkin wie ein Schlag. Er war allein. Angst rumorte in seinem Magen. Er sprang auf, zog seine Jacke an und rannte aus dem Haus durch die Straßen. Die Angst trieb ihn an, irgendwo Menschen zu finden. Geräusche, Stimmen, Bewegungen, Katzen, Tauben, irgendwas. Alles, was er fand, waren Betonmauern und eine drückende, leere, bedrohliche Stille. Irgendwann kehrte Herr Holkin erschöpft nach Hause zurück. Er schloss sich in seiner Wohnung ein, zog die Gardinen vor, damit man von draußen nicht sah, dass er in der Wohnung war, und fiel in einen unruhigen, erschöpften Schlaf. Was war passiert? Wo war er? Er wachte mitten in der Nacht auf und schreckte hoch. Die Stille drückte sich durch alle Ritzen und Spalten ins Zimmer. Herr Holkin spürte eine nagende, schleichende Angst. Das Licht flackerte. Dann ging es ganz aus. Der Strom war weg. Er sprang auf und lief zum Fenster. Die Stadt war dunkel. Er sah nirgends mehr Lichter. Der Vollmond schien unheilvoll und bleich auf die Häuser und Straßen. Panik stieg in Herrn Holkin hoch und nagte an jedem seiner Knochen. Und dann erklang das fürchterlichste Geräusch, das er jemals gehört hatte. Das Gartentor quietschte. Laut sägte der Ton durch die erdrückende Stille. Panik schoss in ihm hoch. Jemand war im Garten. Er schlich, so leise er konnte, in die Küche, die ein Fenster zum Vorgarten hatte, und sah aus dem Fenster. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Angst pulsierte durch seine Adern. Das Tor schloss sich gerade mit einem lauten Quietschen und Herr Holkin sah aus dem Augenwinkel einen Schatten zur Tür huschen. Jemand war an der Haustür. Herr Holkin schlich ans Treppengeländer und kauerte sich in den Türrahmen.
Vor der Milchglasscheibe der Haustür stand ein Schatten. Er rüttelte an der Tür. Grauen kroch in Herrn Holken hoch, als die Tür aufschwang. Er kroch so leise wie möglich in die Küche, versteckte sich im Schrank unter der Spüle und hörte, wie die Schritte die Treppe hinaufkamen. Die Stufen quietschen. Es waren schwere Schritte. Herr Holken biss sich entsetzt auf die Knöchel seiner Faust. Die Schritte kamen in die Küche und hielten inne. Herr Holken hielt den Atem an. Er hatte das Gefühl, wer auch immer dort war, müsse alleine sein laut pochendes Herz hören. Nach einer Ewigkeit machten die Schritte kehrt und gingen in sein Schlafzimmer. Adrenalin schoss durch seinen Körper. Eine innere Stimme sagte, lauf! So leise er konnte, öffnete er die Schranktür und kroch von Angst erfüllt durch die Küche zur Balkontür. Er war froh, dass sie sich geräuschlos öffnete. Er schlich auf den Balkon und zog die Tür leise hinter sich zu. Als sie ins Schloss fiel, kam es ihm vor, als hätte die gesamte Stadt das Geräusch gehört. Auch die Person in der Wohnung musste es gehört haben. Er sprang über die Brüstung, landete auf dem Komposthaufen, rollte sich ab, fiel auf den Rasen und kroch in den Schatten hinter dem Komposthaufen. Über ihm öffnete sich die Balkontür. Entsetzt spähte Herr Holken aus seinem Versteck nach oben. Im Mondlicht zeichnete sich undeutlich ein Schatten auf dem Balkon ab, der in den Garten schaute. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Dann verschwand der Schatten. Herr Holken sprang auf, setzte über den Gartenzaun in den Nachbargarten und rannte. Die Panik trieb ihn vorwärts und ein tiefes Entsetzen verlieh ihm eine geradezu unheimliche Geschwindigkeit. Herr Holken rannte, bis er nicht mehr konnte und sich in einem Industriegebiet in den Schatten hinter einer Fabrikhalle kauerte. Er atmete schwer und wusste, dass ein unheimlicher Verfolger seine Schritte gehört haben musste, wenn er nur genau hinhörte. Es musste ein leichtes gewesen sein, ihm zu folgen, das war ihm klar. Er konnte hier nicht bleiben. Ein kurzes Flackern unterbrach seine Gedanken. Irgendwo hinter der Halle musste ein Licht sein. Angst rumorte in Holkens Magen, als er leise darauf zuschlich. Beinahe erwartete er, seinen schattenhaften Verfolger zu sehen. Als er vorsichtig um die Ecke spähte, sah er ein... Was war das? Er sah eine Anomalie aus wirbelnden Fäden aus Farben, durchsetzt von weißem Rauschen. Vorsichtig ging er darauf zu. Es sah unwirklich aus, als gehörte es nicht in diese Realität. Herr Holken streckte die Hand danach aus. In der Ferne hämmerten die Schritte durch die Stille auf ihn zu. Sein Verfolger hatte ihn gefunden. Herr Holken floh. Okay, und was ist das? Fragte Benedikt Theurer interessiert und deutete auf den wirbelnden Farbklecks auf der Leinwand. Leon Burkhardt lächelte und stand auf. Er wusste, was er jetzt sagte, entschied über Erfolg und Misserfolg seiner Präsentation. Ach, das ist nur ein Bug, ein normaler Computerfehler, irgendwo im Quellcode. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist lediglich eine Testversion des Spiels. Überlegen Sie sich nur, was wir für Möglichkeiten haben. Wir programmieren nur noch die Storyboards und die Spielfiguren, gestalten das Szenario durch ihre Reaktionen mittels künstlicher Intelligenz selbst. Nichts ist mehr vorhersehbar. Die Figur, hier Herr Holken, entscheidet selbst über seine nächsten Schritte. Und der Spieler taucht durch die VR-Kammer direkt in eine täuschend echte Spielwelt. Neben ihm in der VR-Kammer nahm der Vorstandsvorsitzende der Games Corp die VR-Einheit ab und kam schwitzend und lächelnd in den Konferenzraum. Er atmete schwer. Es war so realistisch. Beinahe hätte ich ihn gehabt. Leon sah ihn an. Er hatte das Gefühl, es lief gut für ihn. Das war die Zukunft des Gamings. Und was passiert jetzt mit ihm? Fragte der Vorstandsvorsitzende und nickte in Richtung der Leinwand, auf der Herr Holken weiter durch die Nacht rannte. Löschen Sie ihn nach dem Spiel? Er ist unsere Test-KI. Wir werden ihn nutzen, um das Spielerlebnis und die Reaktion der Spielfiguren weiter zu optimieren, sagte Leon. Die Zuschauer applaudierten. Auf der Leinwand kauerte sich Herr Holken in den Schatten eines Hauses, verbarg das Gesicht in den Händen und schluchzte.
Home Sweet Home. Und wie hat das alles angefangen? Was meinen Sie? Naja, das alles hier. Ich habe vorher in der Stadt gelebt. Mittendrin, wissen Sie. Das macht dann sicher auch Spaß. Man hat alles, was man braucht. Und in der Stadt ist es eigentlich auch nie langweilig. Ich bin da auch geboren und aufgewachsen. Ist jetzt nicht so, als wäre ich zugezogen oder so. Nein, ich bin im Nordstadtkrankenhaus geboren und in Hainholz aufgewachsen. Und habe immer hier gewohnt. Und dann dachten Sie irgendwann, dass ich mal raus muss, genau. Ich habe einen anstrengenden Job, wo ich immer zu 100% am Start sein muss. Und wenn wir ehrlich sind, Hainholz ist jetzt nicht mehr so der Stadtteil, in dem man sich noch wohlfühlt, oder? Keine Ahnung. Ich kenne Hainholz nicht. Na, es ist schon ziemlich asozial da geworden. Und darum habe ich mich dann irgendwann entschieden, die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, zu vermieten und bin hier aufs Land gezogen. Idylle, Kühe, keine direkten Nachbarn, Stille. Ist aber schon eine krasse Umstellung, oder? Ich meine, wenn man sein Leben lang mitten in der Stadt wohnt, dann auf einmal mitten aufs Land, in ein Häuschen mit 500 Metern zum nächsten Nachbarn. Ja, das war wirklich schon ein Abenteuer. Aber eigentlich war es auch toll. Man kam von der Arbeit nach Hause, keine Straßenbahn, keine Menschen, kein Müll, nur mein Garten und ein paar Vögel und viel Platz zum Atmen. Herrlich. Und wann ist das Ganze gekippt? Sie werden lachen. Ich hatte einen komischen Albtraum. Ich hatte im Traum mit einer Familie hier gewohnt und wir hatten auch ein Kind und widersinnigerweise stand das Haus und das Grundstück auf einem Radwanderweg, der nicht nur direkt durch den Garten führte, sondern auch durchs Haus. Albern, oder? Aber Träume sind ja oft verrückt. Naja, und weil ich dann in meinem Traum irgendwann im Bett lag und ein älteres Ehepaar mit ihren Rädern an mir vorbeigefahren ist und beide die Stirn gerunzelt haben, dass ich ohne T-Shirt im Bett lag, hatte ich mit einem Freund darüber geredet. Im Traum halt, verstehen Sie? Und der riet mir, einen Zettel an die Tür zu hängen, wo drauf steht, dass der Radwanderweg ab 22 Uhr geschlossen ist. Und das habe ich im Traum auch gemacht. Ich habe einen Zettel genommen und darauf geschrieben, von 22 Uhr bis 6 Uhr ist der Radwanderweg geschlossen. Und unten drunter habe ich noch geschrieben, hier wacht unser Hund. Ich hatte keinen Hund, aber das weiß ja keiner. Und den Zettel habe ich dann an die Terrassentür gehängt. Und für kurze Zeit ging dann alles gut. Bis dann? Ja, bis ich dann eines Tages mit meiner Familie im Wohnzimmer war und zur Terrassentür gegangen bin, um nach dem Zettel zu schauen und in den Garten zu sehen. In meinem Traum hatte ich so ein Rollo mit Lamellen vor der Tür und hatte so zwischen den rausgeguckt und gesehen, dass da wer stand und reinschaute. Und während ich noch dabei war, das zu begreifen, griff er mit seinen Händen durch die Glastür, die kaputt ging, fasste meinen Hals und würgte mich. Und ich wachte auf. Ist ja schon gruselig. Ja, auf jeden Fall. Aber halt nur ein Traum. Ja, wie Träume halt so sind. Der hatte mich dann aber schon tagelang verfolgt und ich habe viel darüber nachgedacht. Und dann stand in der Zeitung ein Bericht, dass gerade auf dem Land viel eingebrochen wird. Viele Banden fahren einfach los und suchen sich willkürlich ein Haus aus, gerade in den Einzugsgebieten. Und das ist ja auch eine lohnendere Beute als in der Stadt. Zumal ja auch die Sicherheitsvorkehrungen hier nicht so stark sind, weil alle denken, es wäre alles so friedlich. Meine Nachbarn schließen zum Beispiel nie ab. Mhm. Ich habe auf jeden Fall gedacht, es wäre schon mal sinnig, die Türschlösser generell mal auszutauschen. Aufgrund des Traumes jetzt? Ja, schon. Da war einfach ein Anlass dazu. Ich hatte vorher schon mal darüber nachgedacht. Kann ja nicht schaden. Wer weiß, wie viele Schlüssel von meinem Türschloss im Umlauf sind. Waren ja noch die Schlüssel der Vorbesitzer. Ich habe also meine Schlösser ausgewechselt und, naja, fand das erstmal auch gut. Und dann? Dann habe ich noch meine Terrassentür ausgewechselt, weil die halt auch noch alt war und man die gut aufhebeln kann. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich hatte eh vor, das zu tun. Ach, ich bewerte das gar nicht. Mich interessiert es nur. Und nachdem Sie die Tür ausgewechselt haben? Ja, eine kurze Zeit
war alles gut. Aber relativ schnell stief ich unruhig, weil, ich meine, schauen Sie mal, Sie wechseln Ihr Türschloss und die Terrassentür. Aber ganz ehrlich, wer reinkommen will, kommt trotzdem rein, oder? Klar. Ich machte mir also einen Termin mit einem Sachverständigen in Sachen Sicherheitssysteme und investierte ein paar tausend Euro für eine gute Alarmanlage. Die beinhaltete dann auch Sicherheitsstars und war eine gute Investition. Wenn man sich schon absichert, dann doch vernünftig, oder? Ja, so halbgar geht ja auch nicht. Ja. Als die Alarmanlage da war, hat leider mein Nachbar gesagt, dass im Nachbarort mal wer die Stromzufuhr zum Haus unterbrochen hatte und die Alarmanlage daraufhin ausfiel. Und es wurde dann noch eingebrochen. Und was haben Sie gemacht? Ich habe mir Gitter vor die Fenster und Terrassentür geschraubt. Haben ja eigentlich viele. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus und man fühlt sich eigentlich auch sicherer. Also hatten Sie neue Türschlösser, eine Terrassentür, Alarmanlage, Sicherheitsglas und Fenstergitter. Klingt für mich sehr sicher. Für Sie vielleicht. Wohnen Sie noch in Hannover? Ja. Sehen Sie, da bricht man nicht so leicht ein. Hier auf dem Land ist das viel einfacher. Man kann Fenstergitter durchsägen, man kann auch Alarmanlagen ausschalten. Ich habe mir dann eine Videoüberwachung geholt für das Haus und auch so Bewegungsmelder für den Garten. Okay. Ja, Hört sich aber schon so an, als hätten Sie starke Sorgen gehabt. Ja, und vielleicht habe ich mich an diesem Punkt etwas verrannt. Wissen Sie, ich fand den Gedanken fürchterlich. Sie haben einen Bewegungsmelder im Garten und Videoüberwachung im Haus und eine Alarmanlage. Und wissen Sie, was ein richtig gruseliger Gedanke ist? Nee. Wenn Sie zu Hause sind oder im Bett liegen und irgendwas davon geht los, was machen Sie dann? Stellen Sie sich das mal vor. Sie liegen im Bett und die Bewegungsmelder im Garten lösen aus. Das sind meistens Igel oder Katzen. Am Anfang hatte ich jedes Mal Panik und mittlerweile bin ich dann nicht mehr so alarmiert, weil es halt meistens Tiere sind. Aber dann schauen Sie in die App und sehen auf den Kameras, dass wer ums Haus schleicht. Ist das denn mal passiert? Nein, aber ich hatte Angst davor. Was machen Sie denn dann? Ich würde die Polizei rufen. Ja, ich wohne hier mitten im Nichts. Was meinen Sie, wie lange die brauchen? Generell hätten Sie da ja auch chillig sein können, weil Sie haben ja eine Alarmanlage, Fenstergitter und Sicherheitsglas. Ja, an sich schon. Bei mir hat das die Angst noch verstärkt. Der Gedanke, jemand schleicht ums Haus und ich bin hier drin, wie ein Tier in der Falle. Was haben Sie gemacht? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ist okay. Ich habe mir ein Escape Room gebaut und ausgerüstet für den Notfall. Er ist gut gesichert und mit Metallplatten verstärkt. Wenn jemand einbricht, könnte ich da rein und warten, bis die Polizei da ist und wäre sicher. Ich bewerte das nicht. Wirklich. Letztlich ist es ja eine schlaue Idee. Hat Ihnen der Escape Room denn ein Sicherheitsgefühl gebracht? Letztlich war es halt so, dass ich mich einfach unsicher gefühlt habe in meinem Haus. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn jemand einbricht, wenn ich schlafe. Kriege ich das dann mit? Darum habe ich mein Bett in den Escape Room gebracht und von da an dort geschlafen. Aber nicht nur das Bett. Das kam ja später. Ich habe begonnen, mehr und mehr Zeit darin zu verbringen. Wenn Sie erst einmal so einen sicheren Raum im Haus haben, sind alle anderen Räume gleich viel unsicherer. Wobei das ganze Haus an sich ja schon ein Safe House ist, so wie es gesichert ist. Ja, schon. Aber das Gefühl fühlt, was es eben fühlt. Da haben Sie recht. Ich habe mir eine Mini-Nasszelle in den Escape Room gebaut mit Klo, Waschbecken und Dusche und mir meinen Kühlschrank und die Kochplatten und den Mini-Backofen reingestellt und noch den Fernseher und den Router hier reingeholt. Und Sie sehen ja, ich wohne weitestgehend darin.
Ja, ein wahres Raumwunder. Eine Zeit lang war alles gut. Ich ging zur Arbeit, kam nach Hause, ging in den Raum und hatte alles, was ich brauchte. Und irgendwann schlich sich gerade nachts der Gedanke in den Kopf, dass die anderen Zimmer im Haus so still und verlassen daliegen und ich keine Kontrolle darüber habe, ob jemand durchs Haus schleicht oder nicht. Die anderen Räume sind so eine Art Unsicherheitsfaktor geworden. Irgendwie bedrohlich. Ja, das verstehe ich. Ich wollte keine Kameras anbringen, weil... Nee, da sind wir wieder bei dem Thema. Sie haben Kameras angebracht und dann sehen Sie, wie jemand einbricht. Horror. Sowas will man am liebsten ausblenden. Und darum habe ich dann diese Styroporblöcke gekauft und die Zimmer damit verbarrikadiert. Das war dann auch die Zeit, wo ich dann nicht mehr arbeiten konnte. Okay. Sie denken jetzt sicher, ich bin geisteskrank, oder? Wie gesagt, ich bewerte das nicht. Sie hatten ja schon Ihre Gründe dafür. Nur weil ich es vielleicht anders machen würde, bedeutet das ja nicht, dass ich deshalb automatisch recht habe. Aha. Aber Sie haben uns ja nicht kontaktiert, wenn Sie nicht selbst denken würden, dass Sie vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hätten, oder? Wie ging es denn dann weiter? Sie konnten dann die anderen Räume auch nicht mehr betreten? Ich habe halt die Gänge freigelassen. Hab sie aber zugestellt, wenn ich das Zimmer verlassen habe. Wie bei Tetris? Naja. Nein, nicht wie bei Tetris. Ja, sorry, ich bin kein Gamer. Ich habe dann doch irgendwann gemerkt, dass ich vielleicht ein Problem haben könnte. Ich meine, sehen Sie sich das an. Das ist schon etwas too much, oder? Ein bisschen vielleicht. Aber es ist halt so, wie es ist. Und wir sollen Ihnen helfen, vielleicht ein bisschen Ordnung in Ihre Gedanken zu bringen? Ich weiß halt nicht mehr, ob ich meinen Wahrnehmungen noch so recht trauen kann. Inwiefern? Wissen Sie, ich höre ab und an so ein Schaben und Kratzen und habe das Gefühl, als würde sich jemand durch das Styropor bis zu diesem Raum hier durchgraben. Dass jemand hier eingebrochen ist und sich zu Ihrem Zimmer durchgräbt? Ja. Haben Sie denn so viel Wertvolles hier? Etwas Bargeld vielleicht. Meine Uhr. Das sind jetzt keine Reichtümer. Warum denken Sie, nimmt jemand so krasse Anstrengungen für einen Einbruch auf sich, wenn er in andere Häuser als Ihres viel einfacher reinkommt? Vielleicht, weil er mitgekriegt hat, was ich hier für Anstrengungen reingesteckt habe und sich denkt, wer sich so krass absichert, der muss auch was haben. Ja gut, das klingt plausibel. Und Sie glauben jetzt in diesem Moment sind Einbrecher in den anderen Zimmern und graben sich hierher durch? Hören Sie doch. Okay. Jetzt! Okay, da kratzt was. Aber Sie leben auf dem Land. Jede Maus der Welt würde Ihr Haus für die ultimative Schlafhöhle halten und sich ein paar Tunnel graben. Es sind nur Mäuse und Waschbären. Wie können Sie da so sicher sein? Das sagt mir mein Verstand. Wenn Sie Wahrscheinlichkeiten abwägen, was wäre dann wahrscheinlicher? Dass eine Maus da ihre Höhle gräbt? Oder dass sich ein Einbrecher zu ihrem Escape Room durchgräbt? Wahrscheinlichkeiten geben nur eine Tendenz wieder. Da haben Sie recht. Aber vermutlich werden Sie die Erfahrung machen, wenn Sie jetzt nichts unternehmen und einfach abwarten, dass die Maus irgendwann schlafen geht und das Kratzen aufhört. Und vor allem, dass kein Einbrecher da ist. Ich muss jetzt gleich los. Treffen wir uns nächste Woche? Mich würde dann mal die Frage interessieren, warum Sie nicht einfach wieder wegziehen. Aber Sie können nicht gehen. Doch klar. Ich muss. Nur mal angenommen, Sie haben Unrecht. Und ich öffne die Tür von meinem Sicherheitsraum. Dann rufen Sie doch einfach die Polizei und durchsuchen Sie mit denen das Haus. Ich muss trotzdem los jetzt. Nein. Tut mir leid. Sie lassen mich nicht gehen? Hören Sie doch nur einmal richtig hin. Ich glaube, das Kratzen und Schaben kommt näher. Da grenzt sich jemand zu mir durch.
Da ist nichts. Lassen Sie mich jetzt raus. Sonst rufe ich die Polizei. Da! Jetzt! Hören Sie das? Es ist ganz nah an der Wand. Sie spinnen doch. Ich will dir... Da! Da war es wieder. Seien Sie ganz still. Hören Sie das? Hören Sie es jetzt? Ja. Das Kratzen wird lauter. Es kommt näher und stoppt dann. Es klingt, als würde ein Werkzeug von außen dreimal an die Wand geschlagen. Einen Moment ist es still. Dann erlischt das Licht. Visite. Donnerstag, 3. Oktober 2013, 18.40 Uhr. Yeah! Der Urlaub ist genehmigt. Ich bin total aufgeregt. Am Montag wollen Tina und ich unsere Lost Place Tour quer durch Deutschland starten. Ich habe mir dafür extra einen neuen Fotoapparat gekauft. Samstag, 5. Oktober 2013, 15.01 Uhr. Nun haben wir auch die Route festgelegt und es ist wirklich alles dabei. Eine alte Kirche, einige verfallene Herrenhäuser, einige Spukhäuser, Industriegebäude und zum Aufwärmen ein altes Krankenhaus nur 2 Stunden Fahrt von hier entfernt. Vielleicht bleibt ja Zeit für Doktorspiele. Sonntag, 6. Oktober 2013, 21.12 Uhr. Die Sachen sind soweit gepackt, das Auto ist vollgetankt und die Akkus sind aufgeladen. Für die nächsten 2 Wochen heißt es Tschüss Büro und Hallo Abenteuer. Eine Website für die Bilder habe ich mir auch gesichert. Da werden sicher feine Motive entstehen. Montag, 7. Oktober 2013, 10.33 Uhr. Der Wagen ist startklar und das Abenteuer kann beginnen. Tina hat noch ihre alte Videokamera eingepackt. Wahrscheinlich keine schlechte Idee. So kommt die Atmosphäre bestimmt noch besser rüber. Wenn ich doch nicht so verdammt müde wäre. Aber ich war die Nacht über einfach zu aufgeregt. Tina meinte sogar, ich hätte Schiss. Als wenn ich mich vor ein paar verfallenen Mauern fürchten würde. Montag, 7. Oktober 2013, 13.43 Uhr. Von wegen 2 Stunden. So wenig, wie es auf der Autobahn vorangegangen ist, hätte auch sie ein Lost Place sein können. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Anblick. Eine ganze Autobahn voll leerer und verfallener Fahrzeuge. Wahrscheinlich erleben wir das noch, wenn es mit dem weltweiten Benzinverbrauch so weitergeht. Jedenfalls sind wir jetzt endlich da. Von weitem sehe ich schon das Gebäude. Zwar sieht es hier im Sonnenlicht nicht wirklich beängstigend aus, aber bevor wir hereingehen, wollten wir ja sowieso noch bis zur Dämmerung warten. Jetzt erstmal ankommen, einen Happen essen und das Gelände erkunden. Montag, 7. Oktober 2013, 15.08 Uhr. Boah, bin ich satt. Und müde. Verdammtes Fresskoma. Jetzt sollten wir uns lieber auf den Weg machen, sonst schlafe ich noch mitten im Gras ein. Montag, 7. Oktober 2013, 16.59 Uhr. Heftig, wie verwildert das hier ist. Ich wusste ja, dass der Weg zur Klinik anstrengend sein würde und wir nicht einfach so mal eben vor dem Gelände parken können. Aber dass ich mir schon Schrammen und Schnitte einfange, bevor wir überhaupt das Gebäude betreten, hätte ich nicht erwartet. Zum Glück hat Tina vorsichtshalber den Verbandskasten samt Desinfektionsmittel eingepackt. Bei diesen alten Ruinen und dem ganzen Rost und Schmutz weiß man ja nie. Montag, 7. Oktober 2013, 18.57 Uhr. Endlich sind wir am Gebäude angekommen, pünktlich zum Sonnenuntergang. Aus der Nähe und in dem rötlichen Licht sieht das gleich mehr nach einer Horrorklinik aus. Die Fassade ist voller Risse, einige Fenster sind gesprungen und selbst die Eingangstür hängt schief in den Angeln. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein, wenn man all den Warnschildern Glauben schenken darf. Betreten verboten, Einsturz gefährdet, bla bla bla. Jedenfalls ein echter Albtraum für jede Versicherung.
Aber wer nicht mal was wagt, ist eh schon tot. Montag, 7. Oktober 2013, 19.13 Uhr. Es hat ein wenig gedauert, aber wir haben endlich ein Loch im Sperrzaun gefunden, der die Klinik umgibt. Nun kann es wirklich losgehen. Soweit ich weiß, hat die Klinik bereits Ende der 60er Jahre zugemacht. Es gab einen Haufen Skandale über schlechte Hygienebedingungen, verpfuschte Operationen, sogar Misshandlung von Patienten. Sicher keine Klinik, in der man gerne liegen würde. Für uns und unsere Reise ist sie aber ideal. Montag, 7. Oktober 2013, 19.34 Uhr. Wenn Tina nicht so schlau gewesen wäre, auch noch einen kleinen Werkzeugkasten mitzuschleppen, wäre es das wohl gleich wieder gewesen mit dem Krankenhausbesuch. Aber mit etwas Geduld hat sich uns auch die widerspenstige Eingangstür geöffnet. Zeit für die Visite. Montag, 7. Oktober 2013, 19.37 Uhr. Krass, der Laden ist heftiger, als ich erwartet hatte. Verbogene, verrostete Betten in den Gängen. Zerkratzte Tapeten mit irgendwelchen Kennzeichnungen. Sogar einen alten Tropf habe ich schon gesehen. Und das alles im Schein der Taschenlampen, das draußen schon stockfinster ist. Zum Glück hat unsere Kamera einen guten Blitz. Montag, 7. Oktober 2013, 19.51 Uhr. So langsam wird mir echt mulmig. Das werde ich aber gegenüber Tina nicht zugeben. Außerdem muss man hier höllisch aufpassen, wo man hintritt. Der Auszug schien nicht sehr geordnet vonstatten gegangen zu sein. Klinik, Besteck, Arztkittel, kaputte Schränke, zerbrochene Flaschen. Der Boden ist ein wahres Minenfeld. Hoffentlich verletzen wir uns nicht noch mehr. Montag, 7. Oktober 2013, 20.11 Uhr. Wenn man vom Teufel spricht. Wir haben gerade die Kinderklinik verlassen. All diese kleinen, leeren Betten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was hier an schlimmen Dingen passiert ist. Jedenfalls ist Tina an der Türschwelle prompt gestolpert und in einem Haufen Scherben und alter Spritzen gelandet. Ich hoffe nur, dass sie sich dabei keine Blutvergiftung oder sonst was geholt hat. Wer weiß, was da alles an Keimen oder Chemikalien dran war. Montag, 7. Oktober 2013, 20.13 Uhr. So eine Scheiße. Der Verbandskasten ist weg. Wie konnte ich ihn nur verlieren? Ich war mir so sicher, ihn eingesteckt zu haben. Und ihn in der Dunkelheit zu finden, ist sowieso aussichtslos. Scheiße, scheiße, scheiße. Was, wenn Tina was passiert? Vielleicht sollten wir mal im Vorratslager der Klinik schauen. Desinfektionsmittel sollte ja eigentlich nicht schlecht werden. Immerhin ist es doch Alkohol. Irgendwo hatte ich doch diesen Lageplan gesehen. Montag, 7. Oktober 2013, 20.37 Uhr. Zum Glück habe ich den Plan wiedergefunden. Das Lager ist doch nicht allzu weit weg. Gott sei Dank. Tinas Verletzungen bluten nicht stark, aber sie tun sehr weh und sehen bereits jetzt entzündet aus. Und das schon nach so kurzer Zeit. Wie kann das überhaupt möglich sein? Wir sollten uns beeilen. Montag, 7. Oktober 2013, 20.46 Uhr. Mist, der Gang ist versperrt. Überall sind Decken, Matratzen, Betten, Schränke, Geräte und anderer Kram wie zu einer Barrikade aufgeschichtet. Über die gesamte Breite und Höhe des Flurs. Wer tut sowas? Außerdem ist alles schwarz überzogen. Es stinkt erbärmlich nach Schimmel. Ekelhaft. Trotzdem müssen wir da irgendwie durchkommen. Montag, 7. Oktober 2013, 20.49 Uhr. Wir haben in der Nähe zwei Äxte gefunden. Damit sollte es gehen. Montag, 7. Oktober 2013, 20.55 Uhr. Überall Schimmel. Wir wirbeln ihn auf, atmen ihn ein, sind nur noch am Husten. Das kann nicht gesund sein. Immerhin scheint die Barrikade nachzugeben. Wir werden es schaffen. Montag, 7. Oktober 2013, 21.31 Uhr.
Wir sind durch. Aber wir selbst und unsere Kleidung sind voller Sporen. Außerdem habe ich mich an irgendetwas Rostigem geschnitten. Aber immerhin... Aber immerhin sind wir im Lager. Irgendwo hier muss etwas sein, das uns hilft. Desinfektionsmittel. Vielleicht auch Antibiotika. Wenn hier nicht nur so elend viele Flaschen und Tablettenpackungen wären. Das kann dauern. Montag, 7. Oktober 2013, 21.53 Uhr. Tina hat etwas gefunden. Das Desinfektionsmittel ist zwar alt und staubig, aber es sollte noch gehen. Die Antibiotika dagegen abgelaufen, November 71. Was für eine blöde Idee. Wir hätten in ein Krankenhaus fahren sollen. Und das werden wir auch tun. Allerdings hat Tina nun schwarze Adern rund um ihre Wunden. Uns läuft die Zeit davon. Montag, 7. Oktober 2013, 22.03 Uhr. Wir haben entschieden, es auszuprobieren. Tina geht es beschissen. Und auch meine Wunde sieht nicht gut aus. Montag, 7. Oktober 2013, 22.07 Uhr. Die Tabletten schmecken bitter und wir haben nur sehr wenig Wasser übrig. Die Packungsbeilage lese ich lieber nicht. Ohnehin bin ich so furchtbar müde. Montag, 7. Oktober 2013, 22.21 Uhr. Wir müssen weiter. Müssen ins Krankenhaus. Müssen unbedingt. Montag, 7. Oktober 2013, 23.53 Uhr. Wo zum Teufel bin ich? Und wo ist Tina? Das ist ganz bestimmt nicht mehr das Medikamentenlager. Ich bin nackt, unter mir ein weiches Bett, feucht. Es stinkt modrig. Ich will aufstehen, kann es aber nicht. So schwach. Dienstag, 8. Oktober 2013, 1.26 Uhr. Bin wohl eingeschlafen. Irgendwas ist anders. Ein scharfer, ekliger Geschmack. Irgendetwas Raues und Pelziges. Ist das Schimmel? Ich spüre einen Löffel unter meiner Zunge. Ich will ihn wegschieben. Kann es nicht. Irgendwas blockiert ihn. Hält ihn fest. Ein Arm. Ein schuppiger, dünner Arm. Und dahinter eine Stimme. Eine sanfte und freundliche Stimme. Gut so. Ist auf. Ist alles auf. Ich will ausspucken. Ich will schreien. Keine Kraft. Kann nur schlucken. Und schlafen. Dienstag, 8. Oktober 2013, 2.59 Uhr. Mir geht es so elend. Mein Bauch schmerzt. Und nun auch noch dieses grelle Licht. Dafür kann ich sie sehen. Die Gestalt, der die Hand und die Stimme gehört. Wäre ich nicht so erschöpft, würde ich schreien und vor Angst den Verstand verlieren. Aber so kann ich sie nur beobachten. Sie trägt eine Schwesterntracht. Sie hat keine Haare,
ist unglaublich dünn und ihr winziger Mund lächelt mich an. Ihre Haut ist grau und schuppig und sie stinkt nach Fäulnis, fast so schlimm wie ich. Meine Schrammen haben sich entzündet und auch mein Bett riecht grauenhaft. Es muss ebenfalls vergammelt sein, so wie alles hier, so wie auch ich bald, wenn ich hier bleibe. Das Denken fällt mir schwer. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss hier raus. Ich will hier nicht verrecken. Ich fokussiere mich auf die Umgebung. Die Schwester ist nicht allein. Neben ihr steht ein anderes Wesen. Es trägt einen Arztkittel und bückt sich gerade über ein anderes Bett. Mir kommt ein übler Verdacht. Doch ehe ich genau darüber nachdenken kann, geht die Schwester auf mich zu und packt mich. Ihr Atem ist kaum zu ertragen. Ich will mich wehren, aber ihre dünnen Hände halten mich fest wie Schraubstöcke. Mit einem matschigen Geräusch löse ich mich von der fauligen Matratze. Sie schleift mich über den schmutzigen Boden zu einem anderen Bett. Dort sehe ich Tina. In ihren Armen stecken Schläuche. In ihrem Mund wurde eine Magensonde eingeführt. Durch die Schläuche fließt eine brackige, braungrüne Brühe direkt in den Körper der Frau, die ich mehr liebe als mein eigenes Leben. Ich kann Stücke von Schimmel darin erkennen. Meine Tina, was tun Sie ihr an? Ich würde es so gern stoppen, aber ich kann ja kaum stehen. Dafür kann ich beobachten. Ich sehe, dass sie ihr ihren Bauch aufschneiden. Ich sehe, wie sie Schutt, Maden, Staub, Schimmel und Unrat in sie hineinstopfen und ihr Verbände aus fauliger Tapete anlegen. Ich sehe, wie sie sich in dem vermoderten Bett vor Schmerzen aufbäumt. Es ist mehr, als ich ertragen kann. Ich werde endlich ohnmächtig. Dienstag, 8. Oktober 2013, 4.11 Uhr. Meine Lider zucken. Ich höre eine Stimme. Es klingt fast wie Tina. Ist es Tina? War das alles nur ein mieser Traum? Ja, so muss es sein. Wir haben die blöde Lost Place Tour abgesagt und werden stattdessen gleich im hellen Tageslicht am Frühstückstisch sitzen. Tina wird mich liebevoll wecken. Es würde Aufbackbrötchen und die bittere Orangenmarmelade geben, die ich so sehr mag. Das Radio wird laufen oder irgendwelche Cartoons im Fernsehen. Und dann werden wir... Stefan! Reißt mich eine Stimme aus meinen Wunschträumen, die nach Tina klingt, aber doch völlig anders ist. Schrill und hoch. Irgendwie fremd. Widerwillig öffne ich die Augen und wünsche mir, ich hätte es nicht getan. Vor mir steht Tina, aber sie hat sich völlig verändert. Ihr dichtes, braunes Haar ist grau geworden und bis auf wenige Strähnen, die wie zerstörte Spinnweben von ihrem Kopf baumeln, sind sie ausgefallen. Ihre Haut ist trocken und rissig. Sie hat massiv an Gewicht verloren und ihre ehemals deutlich sichtbaren Brüste waren flacher Haut gewichen. Sie beugt sich über mich und verbreitet einen grauenhaften Gestank. Sie will mich küssen, aber ich will es nicht, ganz bestimmt nicht. Das ist nicht mehr Tina. Meine Tina ist tot. Ich drehe den Kopf in Richtung der fauligen Matratze. Es ist immerhin besser, als sich ihren dünnen Lippen zu stellen. Tina, oder was auch immer sie jetzt ist, gibt einen enttäuschten Laut von sich. Sie dreht meinen Kopf gewaltsam in ihre Richtung. Ihre Haut fühlt sich dabei wie trockenes Pergament an. Ihre Augen blicken mich traurig an. Augen, die noch immer Tinas Augen sind. Es zerreißt mich innerlich.
Liebst du mich nicht mehr? Fragt sie. Was sollte ich darauf antworten? Sie gab sich die Antwort selbst. Du wirst mich wieder lieben, wenn Dr. Schmidt und Frau Schulz mit ihrer Behandlung Erfolg haben, wirst du mich wieder lieben. Hilf ihnen, Stefan. Bitte, lass es geschehen. Kämpfe nicht dagegen an. Die Behandlung. Ja, sie hatte recht. Sie hatten sie verwandelt. Mit Schimmel, Moder und Fäulnis. Mit mir haben sie es ebenfalls versucht. Aber ich bin noch immer ein Mensch. Elend, krank, voller Entzündungen und Schmutz. Aber ein Mensch. Und das werde ich auch bleiben. Mit letzter Kraft rolle ich mich aus dem Bett und versuche verzweifelt wegzukriechen. Nein, krächzt Tina. Tut ihm nicht weh. Erst begreife ich nicht, was sie meint, bis Dr. Schmidt wie aus dem Nichts auftaucht und mich packt. Sein Griff ist fest wie Stahl. Fast im gleichen Moment kommt Frau Schulz dazu und bricht mir ohne jede Anstrengungen die Beine. Die Schmerzen sind mörderisch. Wie eine Puppe trägt mich die grauenhafte Schwester in mein vergammeltes Bett zurück. Meine gebrochenen Beine baumeln unkontrolliert und reihen sich in die zahllosen eitrigen Entzündungen, Nekrosen und sonstige Schäden ein, die meinen geschundenen Körper bereits zieren. Ich habe nun endgültig aufgegeben. Ich werde hier bleiben, in diesem Krankenhaus. In diesem Haus, das Menschen krank macht. Dienstag, 8. Oktober 2013, 4.21 Uhr. Durch meinen Schleier aus Schmerzen, beginnendem Fieber und Resignation höre ich erneut die Stimme des Tina-Dinges. Es wird alles gut. Sie werden dich heilen. Oh ja, dachte ich. Alles wird gut werden. Aber nicht durch ihre Heilung. Nein, ich werde sterben. Und das ist in Ordnung. Es bedeutet Erlösung und Frieden. So leicht würden sie aber nicht aufgeben. Dr. Schulz zieht bereits eine neue Spritze mit fauliger Flüssigkeit auf. Freitag, 11. Oktober 2013, 9.01 Uhr. Ich bin immer noch ich. Sie haben alles versucht. Unaussprechliche Dinge. Doch nun sind sie gegangen. Auch das Tina-Ding habe ich lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Sie haben mich aufgegeben. Endlich habe ich Ruhe. Immerhin ein Gedanke tröste mich in meinen letzten Augenblicken. Irgendwo in einer anderen Wirklichkeit sitzen ein glücklicherer Stefan und eine glücklichere Tina am Frühstückstisch, essen bittere Orangenmarmelade, schauen Cartoons und halten ihre Hände. Ich wünsche Ihnen Glück. Der Weggefährte. Das schwarze Gefieder des Raben funkelte unter dem Dämmerlicht der Sonne, während das Tier auf seinem Thron aus verdorrten Ästen saß und die scheinbar leblose Umgebung mit schiefgelegtem Kopf betrachtete. Er sah die Menschen, die sich von Angst getrieben in ihren heruntergekommenen Hütten verschanzt hatten und dort halb verhungerten, manchmal sogar von ihren Verwandten und Freunden kosteten. Er erblickte ihre Furcht, die so allgegenwärtig war wie die Dunkelheit, wenn die Sonne untergeht, und labte sich freudig darin, ohne je auch nur eine einzige Feder zu rühren. Er erkannte, dass sie fliehen wollten
und es dennoch nicht wagen, ihre sicheren Heime zu verlassen, obwohl den unendlichen Gebieter kein Objekt der Welt davon abhalten konnte, zu entscheiden, ob sie sterben würden oder nicht. Er wusste, dass sie wussten, was geschah, wenn man ihn auf dem ältesten Baum eines Dorfes entdeckte. Er war auch daran gewöhnt, wie sie auf ihn reagierten. Das war alles mehr als gewöhnlich für die schwarzgefiederte Kreatur. Schon lange tat er dasselbe immer wieder, und auch ihr wutentbrannter Anblick schüchterte ihn nicht ein. Ungewöhnlich war nur eine einzige Person, die unter dem Baum saß und schon seit geraumer Zeit ein selbst erfundenes Wiegelied sang. Sie beschlagnahmte seine volle Aufmerksamkeit, und er empfand beinahe eine Zuneigung zu dem mutigen Kind. Die Krähe guckt und rührt sich nicht. Sie sieht die Furcht in deinem Gesicht. Es war ein junges Mädchen, nicht älter als 9, welches scheinbar als einzige menschliche Lebensform in dieser gottverlassenen Stadt glücklich war und den Raben als den Weggefährten, der er war, ansah. Der Rabe war nicht der Tod. Nein. Doch er kannte die ewige Schwärze, in die die Menschen geschickt wurden, wenn ihr Herz stoppte. Und stichst du einem anderen die Augen aus, dann wirst du ihr ewiger Höllenschmaus. Er wusste, dass ihre Eltern kaltblütig ermordet worden waren. Und er wusste, dass sie früher von jedem hier gerne gesehen wurde, dass sie freundlich und hilfsbereit war. Doch unter den jetzigen Umständen waren die einzigen Blicke, die ihr durch die vernagelten Holzbretter zugeworfen wurden, von Hass getränkt und von Wut entflammt. Wie konnte das Mädchen es wagen, sich mit einer solch mörderischen Kreatur abzugeben? Sie war doch gewarnt worden vor der Bösartigkeit des Monsters. Sie durfte sich nicht so einfach mit ihrem Schicksal abfinden. Der Tod frohlockt, die Krähe kräht. Sei vorsichtig, sonst wirst auch du gequält. Ihr Singen hallte über die öden Felder, die versiegten Brunnen und die überfüllten Friedhöfe. Es war wie ein Geistergesang, der sich gemeinsam mit dem Wind sanft um die Welt legte und versuchte, die Menschen aufzuwecken. Doch sie sahen in dem Mädchen nur den Abschaum, der auch der Rabe in ihren Augen war. Sie waren geblendet von ihrer Todesfurcht. Der Tod, er lacht, die Krähe zeigt Macht, schweig still, dein Herz, es stoppt. Ketzerin! Brüllte jemand durch ein offen gestoßenes Fenster, und in diesem Moment wurde das unschuldige Mädchen vom ersten scharfkantigen Stein getroffen. Ihre Augen weiteten sich, das Geschoss prallte an ihrer beulenübersäten Haut ab. Das harte Objekt hinterließ einen flammenden roten Fleck auf ihrem Arm, und die 9-Jährige wurde zum ersten Mal von der süßen Angst erfasst, die der Rabe suchte. Doch er rührte sich nicht. Er sah nur mit seinem schiefgelegten Kopf zu und wartete. Die Menschen stürmten nun aus ihren Festungen und ließen ihre Rage an der Jungfer aus. Steine trafen sie. Verfaultes wurde nach ihr geworfen. Man spuckte ihr ins Gesicht. Jemand rammte ihr ein Messer ins Bein. Sie schrie. Die anderen fuhren fort. Das Mädchen begann zu weinen. Sie hatte sich mit ihrem eigentlichen Schicksal abgefunden. Doch das war weitaus schlimmer. Leute beschimpften sie, brüllten sie an, machten eine Unschuldige für ihr eigenes Versagen schuldig. Im Hintergrund murmelte ein Pfarrer Gebete an den Gott, der sie scheinbar verlassen hatte. Alles war durcheinander, bis jemand schüttete Öl über die Kleine, welche nun panisch begann zu wimmern. Jeder war von Angst geblendet und frohlockte, während sie in sich zusammensank. Sie ebneten den Weg für ihren selbsternannten Henker und betrachteten, wie er ein Bündel Heu in Brand steckte. Dann wurde eine Fackel geworfen und sie verfehlte ihr Ziel nicht. Das Mädchen schrie ihre Höllenqualen in die Welt hinaus, während die zischenden Flammen an ihr leckten und ihre Zöpfe verkohlten. Das sanfte Lied von vorhin, nunmehr ein Wimmern, das langsam auf ihren Lippen verstarb. Die Beulen platzten auf. Eiter drang heraus. Alle Leute nahmen größeren Abstand und betrachteten das Schauspiel. Und als die Freundin des Weggefährten den letzten Atemzug tätigte, kehrte Ruhe ein. Gespenstische Ruhe.
Die Krähe blieb. Warum tat sie das? Seine Freundin war gestorben. Der Ansatz des Übels beseitigt. Die Menschen waren gerettet. Sie mussten nicht mehr in Furcht leben. Dann schrie eine Frau und deutete auf den Mann neben ihr, auf dessen Körper kleine Beulen entstanden. Panik flammte auf. Jemand riss dem neuen Wirt die Kehle auf. Es half nichts. Der nächste klagte Schmerzen und wurde niedergerissen. Daraufhin begann eine Metzelei. Freunde schlugen einander die Köpfe ein. Mütter bohrten ihre Zähne in die Hälse ihrer Söhne. Töchter schlugen ihre Väter mit allem, das sie finden konnten. Das letzte Gebet des Pfarrers erstarb auf seinen Lippen, als er erkannte, dass er der Letzte war. Da legte er seinen heimlichen Revolver, den er in diesen unruhigen Zeiten immer bei sich getragen hatte, an seine Schläfe und drückte ab, in der Hoffnung, dass Gott nicht alle von ihnen verlassen hatte. Der Haufen begann zu verwesen. Blut und Gedärme prangten an jeder Ecke. Keiner atmete mehr. In der Mitte brannten die Überreste des Mädchens. Das schwarze Gefieder des Raben funkelte unter dem Dämmerlicht des Scheiterhaufens, während das Tier auf seinem Thron aus verdorrten Ästen saß und die nun wirklich leblose Umgebung mit schiefgelegtem Kopf betrachtete. Er ließ seinen Ruf erklingen, spannte die majestätischen Flügel langsam und flog routinemäßig davon, weiter zur nächsten Stadt, weiter zum nächsten Chaos. Auch dort würde man ihn nicht gerne sehen, obwohl er selbst nicht der Tod war. Nein, er war nur sein kleiner Weggefährte. Lorraine. Ich schlage die Augen auf. Hektisch mustere ich meinen Raum. Irgendetwas ist anders. Ich weiß noch nicht was. Das Display meines Weckers zeigt 6.30 Uhr und wirft einen fahlen Lichtschein durch mein Schlafzimmer. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, von einem Auto überfahren worden zu sein. Zum Glück nur ein Traum, denke ich mir und schlage die Vorhänge auf. Ich mache einen hektischen Schritt rückwärts. Was ist das? Das Fenster ist völlig mit roten, feuchten Backsteinen zugemauert. Und plötzlich fällt mir auf, was sich verändert hat. Das Zimmer strahlt eine unnatürliche feuchte Kälte aus. Und Stille. Absolute Stille. Eisige. Tote Stille. Was ist hier los? Ich verlasse vorsichtig und mit schnell pochendem Herz das Zimmer. Ich schalte das Ganglicht ein. Sofort brennt es mit einem lauten Knall durch. Ich stehe in einem dunklen, feuchtkalten, langen Korridor. Die Stille scheint mich zu verschlingen. Riesige Angst nistet sich in mir ein. Das ist nicht mein Haus. Plötzlich knallt die Tür hinter mir zu und die Backsteinwand, die durch den feuchten Schimmel schleimige Backsteinwand, aus der der ganze Korridor zu bestehen scheint, setzt sich mit lautem, tiefem Knarren in Bewegung. Die Türe, die sich bis jetzt auf der linken Seite des Ganges befand, zersplittert unter dem gewaltigen Druck, den die von hinten anrückende Wand erzeugt. Wie fremdgesteuert renne ich in die Dunkelheit des Flures. Meine schnellen Schritte platschen in den kleinen Pfützen, die sich hier anscheinend überall auf dem Boden gebildet haben. Das Knarren der Wand hallt von jeder Seite des schier endlosen Ganges ab. So hört es sich an, als ob sich jede Wand bewegen würde. Der gigantische, nasse Flur macht eine markante, rechtswinklige Kurve nach links. Mit rasendem Puls folge ich dem Weg. Das Geräusch der Mauer verstummt. Ich wage es nicht, zurückzukehren. Meine Todesangst verbietet es mir. Ich verschnaufe. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Mein Herzschlag beruhigt sich wieder ein wenig. Trotzdem schießt das Adrenalin immer noch pausenlos durch meinen Körper. Alle paar Meter flackert eine Gitterlampe auf. Unregelmäßig, aber oft genug, dass ich etwas sehen kann. Auch hier besteht der Flur aus rotem Backstein. Mit dem Unterschied, dass sich in dem anscheinend hunderte Meter langen Flur links und rechts hunderte von dicken, verrosteten Stahlschutztüren erstrecken. Alle nicht größer als normale Haustüren. Mein Herz pocht wieder wie wild, als ich versuche, möglichst lautlos an den Türen vorbeizuschleichen. Ich werde nervös. Ein kalter Tropfen Wasser tropft aus einem der unzähligen Rohre über mir. Und ich entdecke etwas. Etwas,
das mir die Haare zu Berge stehen lässt. Die Wände und der Boden sind von langen, tiefen Kratzspuren übersät. Die größten sind über einen Meter lang. Plötzlich verstehe ich den Zweck der Türen. Sie sollen schützen vor etwas, das über meine Vorstellungskraft reicht. Urplötzlich beschleicht mich ein Gefühl. Das Gefühl, von hier so schnell wie möglich verschwinden zu müssen. Trotz meiner unglaublichen Angst versuche ich, eine der Türen zu öffnen. Nichts. Sie lässt sich nicht einen Millimeter bewegen. Blitzschnell suche ich eine zweite Tür. Dasselbe ernüchternde Ergebnis. Die dritte lässt sich ebenfalls nicht bewegen. Panisch rüttel ich an so vielen verschiedenen Türen wie möglich. Der Gedanke, etwas Nichtmenschlichem schutzlos ausgeliefert zu sein, raubt mir fast den Verstand. Wieder beginne ich zu laufen, auf das Ende des Flures zu. Voller Adrenalin, voller Angst, mit zitternden Knien, mit kreisenden Gedanken und mit einer inneren Stimme, die mich fast um meinen Verstand bringt. Keuchend erreiche ich das mit flackernden Lampen beleuchtete Ende des langen Ganges. Ich dachte, dass es dort vielleicht wieder eine Biegung geben würde. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Nichts. Keine Tür, keine Biegung, nur eine nasse Sackgasse. Doch ich bemerke etwas anderes. Der Mörtel zwischen den Backsteinen ist bröselig. Anders als bei dem Rest der Wände. Ich hole einen losen Stein aus einer Verankerung und sehe Metall. Anders als die anderen Türen ist diese nicht verrostet. Vorsichtig löse ich weitere Steine aus der Wand. Euphorisiert öffne ich die innerhalb kurzer Zeit freigelegte Tür. Sie ist größer als die anderen und besteht aus zwei Teilen. Mit offenem Mund betrachte ich, was in dem Raum vor mir ist. Es befindet sich dort ein Wohnzimmer, das meinem aufs Haar gleicht. Ein kleiner Fernseher steht auf einem kleinen Fernsehtischchen. Der Raum ist trocken und warm, regelrecht gemütlich. Mit einem kurzen Zischen schaltet sich der Fernseher plötzlich ein. Ein verpixeltes Gesicht erscheint auf dem Bildschirm. Trotzdem erkennt man, dass es zu einem älteren, grauhaarigen Mann gehört. Eine bösartige, kalte Stimme ertönt in unwahrscheinlicher Lautstärke aus dem Lautsprecher an der Decke. Willkommen in deiner Hölle. Tiefes, kehliges, lautes Knurren ertönt hinter mir in der Tür. Ich spüre den heißen Atem in meinem Nacken. Der Mann im Fernseher lacht laut auf. Lauf weg, lauf weg, brüllt er und fährt kichernd fort. Meine liebste Lorraine hat heute ihren Glückstag. Hänsel und Gretel 2.0. Wusstet ihr, dass sich die Geschichte von Hänsel und Gretel eigentlich im Harz abgespielt haben soll? Demnach kamen nämlich die Kinder eines damals prominenten fränkischen Lebkuchenherstellers nach Quedlinburg und trafen dort auf eine alte Kräuterfrau, die ebenfalls Lebkuchen buk. Dem Unternehmernachwuchs schmeckten diese so gut, dass sie alles taten, um der Alten das Rezept abzukaufen. Doch die wollte es nicht veräußern. Am Ende kam es zu einem grausamen Mord. Die beiden verbrannten die Kräuterfrau in ihrem Ofen, durchsuchten das Haus, fanden das Rezept, wurden damit steinreich und erzählten die Geschichte später ein wenig anders, als sie sich tatsächlich zugetragen hatte. So ist das ja mit vielen Märchen. Ihnen liegt eine wahre Geschichte zugrunde, die dann aber mehrfach verändert wurde, bis sie in ihrer Form, die wir heute kennen, aufgeschrieben wurde. Und seitdem die Märchen nicht mehr von Generation zu Generation weitererzählt wurden, dichtete auch niemand mehr etwas hinzu oder ließ andere Dinge weg. Schade eigentlich, denn dadurch bleiben die Geschichten, so wunderbar sie auch sind, starr und passen oft nicht mehr in unsere heutige Welt. Dabei passieren solche Dinge immer noch, auch Geschichten wie die von Hänsel und Gretel. Erst neulich hörte ich nämlich von zwei Jugendlichen, denen im Wald etwas ganz Ähnliches widerfahren ist. Nur hießen die eben nicht Hänsel und Gretel, sondern Hendrik und Greta. Und sie wurden auch nicht wie bei den Gebrüdern Grimm von ihren Eltern im Wald ausgesetzt,
Nein, sie machten mit ihren Eltern Urlaub im Harz und mussten wohl oder übel mit ihnen wandern gehen. »Wie weit ist es denn noch?«, fragte Greta gelangweilt, während ihr Vater sich begeistert die gefühlt hundertste Felsformation im Rappbodetal ansah. Vom Hotel wollten sie bis zur Titan RT wandern, eine der angeblich längsten Hängebrücken der Welt. Auf die Wanderung hatten Greta und Hendrik beide keinen Bock, doch ihre Eltern bestanden darauf. Papa, weil er die Landschaft hier so beeindruckend ursprünglich fand, und Mama, weil sie überzeugt war, ein wenig Bewegung an der frischen Luft könnte den Teenager nicht schaden. Trotzdem setzten sich die Geschwister erst einmal auf eine Bank und guckten, statt die Aussicht ins weite Tal zu genießen, nach neuen Nachrichten auf ihren Smartphones. Ihre Eltern wollten schon weiter und Greta rief ihnen zu: »Geht ihr doch schon vor! Wir holen euch eh gleich wieder ein!« Sie hatte nämlich gerade einen Tweet ihres Lieblings-YouTubers entdeckt, den sie unbedingt erst einmal liken musste. »So schlecht sieht es hier echt nicht aus«, hörte sie nun Hendriks Stimme. »Komm mal her, lass uns ein Selfie für Insta machen.« Greta stellte sich zu ihrem Bruder. Beide fotografierten sich vor der von der Herbstsonne beschienenen Bergkulisse. Dann posteten sie ihre Bilder sofort. Entweder kam es bei ihren Freunden und Followern tatsächlich gut an, oder sie würden zumindest Mitleid für den nervigen Urlaub mit den Eltern bekommen. Die waren inzwischen natürlich außer Sichtweite und die beiden Geschwister beeilten sich nun doch, ihnen auf dem schmalen Wanderweg zu folgen. Dabei fiel ihnen kaum auf, dass der Wald immer dichter wurde und auch nicht, dass allmählich Nebel aufzog. Erst als sie den Weg vor sich kaum noch erkennen konnten, wurden sie unruhig, beschleunigten ihre Schritte und überlegten, ob sie nach ihren Eltern rufen sollten. Genau genommen überlegten das beide für sich. Hendrik hätte Greta gegenüber nie zugegeben, dass er sich ein wenig mulmig fühlte, und sie umgekehrt auch nicht. Daher vermieden sie es auch, über ihre Angst zu sprechen, und folgten stur weiter dem Weg, der sich durchs dichte Fichtendickicht wand, das sie aber kaum erkennen konnten. Nach einer langen Weile gelangten sie schließlich an eine Lichtung, auf der sie Umrisse eines Gebäudes ausmachen konnten. Es war klein, deutlich in die Jahre gekommen und wirkte alles andere als einladend. Allerdings empfanden die beiden Kids keine der Bauten, die sie bis jetzt mit ihren Eltern besucht hatten, als einladend, und so störte sie das nicht weiter. In der Hoffnung, ihre Eltern schon bei einem heißen Kaffee oder Tee vorzufinden, drückten sie also die Tür auf und traten ein. In der Hütte roch es muffig, es war wohl lange nicht gelüftet worden. Das Holz war alt und dunkel, Farbe an den Wänden gab es nicht, und die Fenster waren so klein, dass von draußen kaum Licht eindrang. »Einen Kaffee oder eine Cola kriegen wir hier wohl nicht«, stellte Greta fest, hauptsächlich um die unangenehme Stille durch den Klang ihrer eigenen Stimme zu vertreiben. Hendrik erging es nicht anders. Auch er bekam unweigerlich eine Gänsehaut. Allerdings hätte er alles lieber getan, als das vor seiner Schwester zuzugeben. Als er gerade äußern wollte, dass sie wohl den falschen Weg erwischt hatten und besser zurückgehen sollten, vernahmen sie plötzlich Schritte. Durch die Stille hallten diese laut auf dem Holzboden wieder, kamen näher und dann schwang eine Tür im hinteren Teil des Raumes auf. Im diffusen Licht konnten Greta und Hendrik eine alte, bucklige Frau erkennen, die sie aber mit auffallend stechendem Blick ansah. »Wer seid ihr und warum klopft ihr nicht an, bevor ihr mein Haus betretet?«, fragte die Alte mit knarzender Stimme. Sie kam noch ein paar Schritte näher. Ihr Blick schien die beiden Teenager zu durchbohren. »Tö, wir sind der Wind, das himmlische Kind«, entgegnete Greta patzig, mit mehr Mut, als sie eigentlich hatte. »Sorry, wir sind wohl falsch abgebogen. Können Sie uns sagen, wie wir zur Talsperre und zur Hängebrücke kommen?«, fügte Hendrik jetzt fordernd hinzu. »Es hängen immer die Falschen«, kam es nun von der Frau, worauf die Geschwister sich fragend ansahen. »Wahrscheinlich dement, die Alte«, zischte Hendrik Redel zu. »Komm, lass uns abhauen.« Seine Schwester nickte, murmelte noch eine halbherzige Entschuldigung in Richtung der Hausbewohnerin. Dann wandte sie sich zur Tür, zog sie auf und ihren Bruder hinter sich her. Bevor sie hindurchtreten konnten, flog die Tür aber mit einem ohrenbetäubenden Knall wieder zu und ließ sich nun auch trotz ihres Rüttelns nicht mehr bewegen. Greta und Hendrik drehten sich zu der Alten um. Nun hatte es ihnen doch die Sprache verschlagen. »Nicht so eilig«, kam es nun von ihr,
und ihre Stimme hatte einen bedrohlichen Klang angenommen. Ihr durchdringender Blick ruhte wieder auf den beiden, doch jetzt verfärbten sich ihre Augen, wurden wie von einer grünlichen Haut überzogen und auch ihr gesamtes Gesicht wurde noch faltiger, verlor seine Konturen und nahm die Farbe und Struktur ledriger Blätter an. Ebenso verformte sich auch ihr Körper. Die Alte schien vor ihren Augen zu wachsen, wurde größer und dünner. Ihre Gliedmaßen wurden unnatürlich lang und glichen eher Tentakeln denn Armen und Beinen. Die ganze Verwandlung wurde von einem unnatürlichen Knirschen und Schlürfen begleitet und bald schon hatte das Wesen vor ihnen nichts Menschliches mehr. Das Gesicht der Alten war nun völlig hinter dem ledrigen Blattwerk verschwunden. Ihr Kopf verformte sich zu einer Art überdimensionierter Knospe. Ihr Körper wurde immer monströser, reichte nun locker bis zum Dach der Hütte und die Geräusche wurden immer mehr zu einem Schmatzen, einem Knurren, einem bedrohlichen Grollen, das von den Wänden widerhallte. Dann bewegte sich der Kopf in einer blitzschnellen Bewegung auf Greta und Hendrik zu, öffnete sich wie die Blätter einer Pflanze, nur dass sie eben keine Blütenblätter waren, sondern ein riesiges, über und über mit spitzen Zähnen bedecktes Maul, das jetzt einen tiefen, markerschütternden Schrei ausstieß und die beiden Jugendlichen schon allein dadurch weiter zurückweichen ließ. Das Wesen, das aus der Alten geworden war, erinnerte Greta und Hendrik an ein Demogorgon aus Stranger Things oder Dead by Daylight. Es fauchte sie an, kam ihnen bis auf wenige Zentimeter nahe und sie wurde von einem üblen, fauligen Geruch umhüllt, der ihnen die Kehlen zuschnürte und sie zum Würgen brachte. Und dann war es mit einem Mal vorbei. Das Monster verwandelte sich ebenso schnell zurück, wie es entstanden war, und schon stand wieder die alte Hexe vor ihnen und sah sie mit ihren eisigen Blicken durchdringend an. Nun knarzte die Tür in den Angeln, sprang plötzlich auf und gab den Weg nach draußen in den rettenden Wald frei. Hendrik und Greta aber standen immer noch reglos vor der Alten, bewegten sich nicht und starrten sie nur an. »Na los«, keifte diese. »Nun lauft schon und lasst euch nie wieder hier blicken.« Noch immer rührten sich die beiden Jugendlichen nicht. Dann endlich erwachten ihre Körper wieder zum Leben, schüttelten die Starre ab und sie sogen gierig die nun wieder frische Luft ein. Die Hexe machte einen schnellen Schritt auf sie zu, um sie ein letztes Mal zu erschrecken. Da griff Greta plötzlich in ihre Tasche, zog ihr Smartphone heraus und fragte, »Können Sie das nochmal machen? Ich muss das unbedingt auf Insta hochladen.« Wenn ihr jetzt allerdings dachtet, damit sei die Geschichte beendet, dann habt ihr euch leider getäuscht. Durch ihre unerschrockene Frechheit sind sie der Hexe natürlich erst einmal entkommen, so dachten Greta und Hendrik. Doch hatte diese gar nicht vorgehabt, sie in ihrer Hütte zu behalten, in einen Käfig zu sperren oder was auch immer. Vielmehr diente dieses ganze Demogorgon-Theater vor allem dazu, ihre Samen, winzige Sporen auf der Kleidung und in den Haaren der Jugendlichen zu verteilen. So nämlich trugen sie die Sporen in die Welt hinaus, zuerst zur Hängebrücke, wo sie ihre Eltern trafen, dann in das Hotel, in dem sie wuchsen und schließlich auch in ihren Wohnort, in ihre Schule und den eigenen Garten. Ein halbes Jahr nach dem Urlaub, die beiden hatten die Begegnung mit dem seltsamen Pflanzenwesen längst vergessen, begannen die Samen zu keimen und überall schossen kleine, unbekannte Pflanzen aus dem Boden. Noch sahen sie unscheinbar aus, fielen den Menschen kaum auf. Doch die Hexe wusste, sie hatte ihre Brut gesät und würde schon bald eine reichhaltige Ernte einfahren. Der Horror von Esterwegen. Ja, kennt das sicher alle. Manchmal schlaucht einen etwas so sehr, dass man einfach nur noch weg will. Einfach mal einen Tag ausspannen. Am besten weit draußen, wo man alleine ist.
Bei mir war das der Stress des Studiums und als das entsetzliche Organikforschungspraktikum endlich vorbei war, wollte ich nur noch weit weg. Ich gebe zu, dass es eine dumme Idee ist, einfach alleine ins Moor zu fahren. Aber wenn man nichts als Formeln und Literaturquellen im Kopf hat, kommt man eben auf dumme Ideen. Und das augenfälligste Gegenteil zu einem sterilen Labor ist ganz sicher eine sumpfige Einöde. Der einsamste Ort, den ich mit meinem Fahrrad noch ebenso erreichen kann, ist Esterwegen. Genauer, nicht die kleine Ortschaft Esterwegen selbst, sondern das gigantische Moorgebiet namens Esterweger Dose, das sich nördlich von Esterwegen bis hoch nach Ostrauderfehn erstreckt. Also schnell noch die Route per Google Maps nachgeschlagen und die Stadt kann mich mal. Ich stopfe meine Taschen voll mit Proviant, laufe zum Schuppen, schnappe mir mein Fahrrad und eile der Freiheit entgegen. Kaum habe ich die Dunstglocke der Stadt verlassen, bläst mir ein dermaßen frischer Wind entgegen, dass ich gleich doppelt so schnell fahre. Es dauert kaum eine halbe Stunde, da bin ich schon an der Bundesstraße 401. Laut Routenplaner gibt es ab hier nichts mehr zu beachten. Es geht nur noch geradeaus, fast 40 Kilometer weit. Ein Glück, dass die Straße einen Fahrradfahrerstreifen hat. Schon jetzt genieße ich diesen Ausflug. Links von mir die Bundesstraße und gleich daneben liegt der breite Küstenkanal. Rechts nichts als weite Flächen zu sehen, nur Weideland, soweit das Auge reicht. Manchmal ein paar kleine Häuser und ganz selten komme ich an einer kleinen Siedlung vorbei. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreiche ich, gleichermaßen erschöpft wie erfrischt, hätte nie gedacht, dass sowas zusammenpasst, die Esterweger Dose. Linke Hand weist ein Schild nach Esterwegen, rechte Hand sind nicht einmal mehr Felder zu sehen, nur noch Sumpflandschaften. So viel freies Land. Einfach nur krass, denke ich mir, als ich in eine mit Sand bedeckte kleine Straße abbiege, welche direkt in die Dose hineinführt. Ich lehne mein Fahrrad an eine kümmerliche Weide mit herabhängenden Ästen an, die am Straßenrand steht, und schließe es ab. Ab jetzt geht es zu Fuß weiter, denn mit dem Rad kann man weder auf dem lose, aufgeschütteten Sand der Straße noch auf dem weichen Torf fahren. Der Blick durch die Dose reicht fast unendlich weit. Nach Osten kann ich bis zu den rückvernässten Sumpfflächen sehen, an denen ich bei meiner Ankunft vorübergefahren bin, und Richtung Norden noch weiter, bis zu den gigantischen Funktürmen der Marinestation, die am Horizont aufragen. Die Bundeswehr hat dieses Antennenarray dort installiert, da der saure Moorboden den Strom sehr gut leitet und weil das Land dort so unglaublich flach ist. Außer den wenigen Soldaten, die ich auf dem Stützpunkt vermute, und ein paar Arbeitern, die Torf abbauen, muss dieses viele tausend Hektar große Gebiet völlig menschenleer sein. Ich schlendere gedankenversunken den staubigen Weg entlang bis zu dem Torfabbaugebiet, wo einige große Maschinen den Moorboden durchwühlen und große braune Wolken aufwirbeln. Ich biege nach links ab, springe über einen Graben und stapfe langsam durch die brachliegende, bereits abgetorfte Fläche Richtung Westen. Offensichtlich wird nur ein sehr kleiner Teil aktiv bearbeitet, denn nach kaum einem halben Kilometer kann ich schier grenzenlos weit gen Norden über die aufgerissene braune Torfwüste blicken und kein einziger Arbeiter ist mehr zu sehen. Ich beschließe, eine Pause zu machen und setze mich gemütlich in einer der vergessenen Loren, die hier auf dem verrotteten Schienen stehen. Kaum, dass ich im Schatten liege und mein Käsebrot ausgepackt habe, bemerke ich, wie müde ich eigentlich bin. Die lange Radtour war wohl doch etwas zu viel. Ich habe nicht einen Bissen gegessen, da nicke ich schon ein und als ich aufwache, sieht alles verändert aus. Die Sonne steht nun niedriger und man hört kein Geräusch mehr, außer dem Summen der dicken Libellen, die hier so häufig sind wie anderswo Schmeißfliegen oder Mücken. Ich kann keine Motorengeräusche mehr hören. Die Arbeiter müssen das Gebiet verlassen haben. Bei dem Gedanken, dass ich jetzt hier der einzige Mensch in diesem riesigen Areal sein mag, wird mir etwas mulmig. Aber ich bin kein kleines Kind mehr und das war's doch, warum ich hergekommen bin. Nachdem ich meine Mahlzeit aufgegessen habe, atme ich noch einmal tief durch, quäle mich aus der Lore und marschiere geradewegs in das völlig verlassene Torfabbaugebiet hinein. Der weiche Boden erschwert den Schritt gewaltig und die hohen Wälle und tiefen Gräben, welche die Landschaft durchziehen, erweisen sich als ungeahnt schwierige Hindernisse.
Aber all die Mühen sind vergessen, als ich von einem der höchsten Sodenwälle die Landschaft betrachte. Der Ausblick ist fast grenzenlos. Die schier endlose Torfwüste. Im Hintergrund die Marinefunkstation. Nur eine Reihe weit entfernter hoher Bäume schirmt meinen Blick von der Bundesstraße ab. Nach Westen und Osten sieht man kilometerweit Sumpf und endlose Heideflächen. Und gen Norden immer mehr Torf und in noch immer unerreichbarer Ferne die gewaltigen Sendemassen der Marinefunkstelle Rauderfehn. Hier in der Torfwüste fliegen nicht einmal Libellen. Nichts gibt einen Laut von sich, außer dem schwachen Wind, der langsam über die aufgeschichteten Torfsohlen streicht, aber kaum stark genug ist, um etwas von dem losen Staub aufzuwirbeln. Als ich meinen Blick weiter über die Ebenen schweifen lasse, erblicke ich in einiger Entfernung eine seltsame Gestalt. Eine Vogelscheuche, die verlassen und nutzlos in der Gegend herumsteht. Irgendwie meine ich mich daran zu erinnern, dass die Dose ein Vogelschutzgebiet ist und sowieso ist die Vorstellung völlig befremdlich, dass man Vögel hier fernhalten möchte, wo die nächsten Felder nicht einmal in Sichtweite sind, was hier eine Distanz von vielen Kilometern bedeutet. Bei der Vogelscheuche angelangt, wundere ich mich darüber, wie kunstvoll sie gearbeitet ist. Sie hat rustikale, äußerst gepflegte, aber sehr alte Kleidung an. Ein weites, beiges Hemd, eine olivgraue Drillichweste und eine tabakbraune Hose aus dem gleichen, ungemein festen Stoff. Und sie trägt schwere, klobrige Holzschuhe mit dicken, schwarzen Lederstulpen. Das komische Ding ist deutlich kleiner als ich und dreht mir den Rücken zu. Von hinten kann ich nur die fast schulterlangen, dunkelblonden Haare der Perücke sehen, die man ihr aufgesetzt hat. Erstaunt laufe ich um die wundersame Figur herum und erstarre, als ich die feinen Gesichtszüge eines höchstens 14-jährigen Jungen erblicke. Die Haare hängen ihm ins Gesicht, verdecken es halb. Er scheint im Stehen zu schlafen oder gar erstarrt zu sein, sieht auf seltsame Weise mächtig aus in seiner Versteinerung. Er steht, seit ich ihn von Weitem gesehen habe und vermutlich auch schon viel länger hier und tut nichts, scheint nicht mal zu atmen. Vielleicht eine Leiche? Während ich noch darüber nachdenke, was es mit dieser vermeintlichen Vogelscheuche auf sich haben könnte, fängt sie auf einmal an, sich zu bewegen. Streicht sich die langen Haare aus dem ebenmäßigen Gesicht und schaut mich stumm an. Meine Verwunderung schlägt in blankes Entsetzen um, als ich in die Augen des Jungen blicke. Sie sind milchig trüb und seine Augenfarbe ist ein ekelerregendes fahles Gelb. Seine Pupillen heben sich kaum ab, sind gelbgrau. Er bleibt unbewegt, ignoriert mein Entsetzen und starrt mich nur ausdruckslos an. Mit diesem widerlichen Glänzen in den Augen. Was machst du hier draußen so allein? Frage ich ihn und komme mir völlig bekloppt dabei vor. Bin doch in Klubwitsch ausgebüxt, antwortet er mit einer Stimme, die klingt, als würde jemand aus einer großen Entfernung sprechen. Es hat eins und fetzt mich auf den Kürbis, dort Geld. Das war nicht mal richtiges Platt. Ich verstehe nur schwerlich, was er mir mitteilen möchte. Klopitsch? Meinst du damit deine Mutter? Er antwortet nicht. Irgendetwas stimmt mit diesem Jungen ganz und gar nicht. Aber ich versuche ruhig zu bleiben und frage weiter. Warum stehst du hier nur herum und tust nichts? Das Galster hat sich verlatscht, kann's sagen, gibt er knapp zurück. Ich vermute, dass er mir mitteilen möchte, dass er sich verlaufen hat. Kommst du aus Esterwegen? Frage ich. Gackelt's wie ein Olbatschen-Figant. Ich mach lieber den Holtenteffel, antwortet er völlig sinnlos. Das beantwortet meine Frage nicht, wende ich ein. Aber statt einer Antwort bekomme ich eine vor Wut verzerrte Grimasse zu sehen, die mir einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Ich glaube, ich lasse dich lieber wieder allein, sage ich freundlich zu ihm und will mich davonschleichen. Da höre ich seine Antwort leise flüstern wie das Säuseln des Windes. Tu das nur, aber
wenn du dich von mir abwendest, dann schlage ich deinen Rücken auf. Ich bemerke, dass er ein kleines Beil mit einer langen, scharfen Klinge in der Hand hält. In der polierten Schneide spiegelt sich blutig rot die untergehende Abendsonne. Wie hatte ich das übersehen können? Was hast du da gerade gesagt? Frage ich mit zitternder Stimme. Hat der Schnigger auf Sekt, antwortet er in dem gewohnten, unverständlichen Deutsch. Ich frage mich, ob ich mir das gerade nur eingebildet habe. Komm mal mit, ich nimm dir nach Hus. Ich dachte, du hast dich verlaufen, werfe ich ein und bereue es gleich, ihn kritisiert zu haben, denn er bestraft mich wieder mit einer hasserfüllten Miene. Anschließend läuft er einfach wortlos voran und ich folge ihm. Während wir durchs Moor stapfen, verfluche ich mich dafür, diesem brandgefährlichen Sonderling zu folgen. Aber das glänzend scharfe Beil in seiner Hand verrät mir, dass es keine gute Idee wäre, ihn zu verärgern. Wir laufen immer weiter nach Westen, verlassen das Abbaugebiet und gelangen zu den weitläufigen Sumpfflächen. Ein Hinweisschild mit der Aufschrift Rückvernässt seit 1981 erzählt von den Naturschutzmaßnahmen, die hier gestartet wurden, um das Moor in seinen Urzustand zurückzuführen. Der Junge springt mitten in den Morast und steht auf wundersame Weise auf der Wasseroberfläche. Hier hinne, man nicht in Suderin, muss ich kicken, ruft er und hüpft weiter. Ich folge ihm mit großen Schritten und bemerke, dass wir auf kleinen schwimmfähigen Inseln aus Moos und Wurzelgeflecht laufen, die knapp unter der Wasseroberfläche liegen. Meine Füße werden nass, aber das stört mich weniger. Ich gehorche einfach den irrsinnigen Befehlen des Jungen, der mich mit einem Hackeball durchs Moor lockt und fühle mich dabei, als würde ich den Verstand verlieren. Ich hätte in der Stadt bleiben sollen. Je weiter wir vordringen, desto fester wird der Untergrund. Nach einer quälend langen Wegstrecke laufe ich sicheren Schrittes auf einem nur noch leicht schwankenden Teppich aus verfilztem Wollgras und Flatterbinse. Irgendwann gelangen wir zu einem lichten Wald aus lauter krummen Moorbirken und in dem kahlen Gestrüpp steht eine heruntergekommene Holzhütte, in der Licht brennt. Ich kann nicht sagen, ob es daran liegt, dass sich in meinem Kopf alles dreht, aber die Hütte scheint nicht fest zu stehen, sondern im Schlamm zwischen den kümmernden Bäumen zu schwimmen wie ein kleines Boot. Na hinne, zischt der Junge auf einmal und zeigt auf die Tür der armseligen Behausung. Ich spüre, wie ich eine Gänsehaut bekomme, als ich an ihm vorbeigehe und an der Tür klopfe, während er direkt hinter mir steht mit dem verdammten Beil in der Hand. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen, als die Tür unvermittelt aufspringt und eine abscheuliche Frau in einem schlampigen grünen Kleid mit Lila-Punkten vor mir steht, die eine blutverschmierte Rute in der Hand hält und einfach nur aussieht wie eine ausgeflippte Hexe. »Hast du das liebe Kruppzeug heimgebracht?« fragt die Alte mit einem süßlichen Tonfall. Ich versuche etwas zu sagen, aber sie unterbricht mich. »Ja, fein hast du das gemacht. Hast du fein gemacht.« Auf einmal wird ihr Tonfall grundlos hart. »Denkst wohl, dass wir dir jetzt dankbar sind, du Haderlump?« »Nein, ich wollte gerade wieder gehen,« presste ich hervor. Die buckelige Frau versucht mir ins Gesicht zu sehen, was ihr aufgrund ihrer geringen Größe und ihres Specknackens sichtlich schwerfällt. »Kommt nur rein, ihr lieben Kindelein«, schnattert sie mir völlig unvermittelt ins Gesicht und schaut mich mit dem stechenden Blick eines Raubvogels an. »Habe grad noch frischen Tee gemacht. Ihr wollt welchen? Naja.« Ich stutze. Aber als ich spüre, wie sich die Beilklinge sanft an meinen Nacken schmiegt und langsam ein paar Haare abrasiert, nehme ich die Einladung zaghaft an. In der Hütte steht ein barocker Tisch, der mit edlem Porzellan bedeckt ist, und in der Ecke, schräg vor dem offenen, mit Torfsoden beheizten Kamin, sitzt ein alter Mann, der an einen Stuhl gefesselt ist und starrt in die Glut. »Das ist den Holtenteffel«, erklärt der Junge. Ich kombiniere, dass die Frau dann vermutlich die Kloppitsch ist, vor der er sich im Moor versteckt hatte. »Warum habt ihr ihn gefesselt?«, frage ich die beiden. »Das hat er selbst gemacht«, antwortet die alte Frau mit einem hirnverbrannten Grinsen. »Wir
konnten ihn nicht davon abhalten. Wie geht das denn? Fragte ich verblüfft. Aber der giftige Ausdruck in dem verlederten Gesicht der Alten verrät mir, dass es ein fataler Fehler ist, hier irgendetwas zu hinterfragen. Nimm nur Platz. Wir werden dir schon nicht den Kopf abschlagen, zischelt die widerliche Frau und deutet auf einen morschen Stuhl, der an dem prunkvollen Tisch mit dem eleganten Geschirr steht. Du wolltest doch einen Tee. Sie knallt mit der blutigen Gerte, schlägt nach dem Jungen, peitscht den gefesselten Mann, bis Blut aus seinem vernarbten Gesicht läuft und lässt den Schorf auf seinen alten Wunden wie Funken durch die Luft fliegen. Den Tee, verdammt! Den Tee! Aber Dalli Dalli! Keift sie dabei. Meine Sicht verschwimmt. Mir wird übel. Ich bemerke, wie ich zusammensacke. Der Junge stützt mich sacht und setzt mich in den Stuhl, den mir die Klopitsch zugewiesen hat. Er schleppt einen großen Blechkanister herbei, der neben dem Ofen gestanden hat. Da ist ja unser Tee, kreischt die alte Furie und lässt von ihrem Opfer ab. Sie reißt an dem Kanister und schlägt dem Jungen brutal auf seinen Kopf. Ein paar seiner blonden Haare reißen ab, landen auf der makellos weißen Tischdecke. Voller Entsetzen sehe ich die Aufschrift auf dem Kanister. Aceton. Man darf keine Chemikalien in Lebensmittelflaschen füllen, das weiß jeder, aber der umgekehrte Fall ist noch deutlich absurder. Zu meiner Verwunderung ist der Tee klar und hell wie Wasser und mich beschleicht ein entsetzliches Grauen, das sich in eine abgründige Gewissheit verwandelt, als ich die Dämpfe des lauwarmen Tees rieche. Das ist ja wirklich Aceton, schreie ich. Was ist denn Aceton? Fragt der Junge verwundert. Die Klopitsch sieht ihn ratlos an und schaut dann böse zu mir rüber. Ach, was fein. Mag der eitle Geck unseren Tee nicht? Ich mache mir keine falschen Hoffnungen. Mit diesen Leuten kann man nicht reden. Sie sind vollkommen durchgedreht und blutrünstig. Also setze ich widerwillig die Tasse mit der ekligen Chemikalie an meine Lippen. Ich erinnere mich, wie sehr ich dieses scharfe Zeug immer gehasst habe, wenn ich in der Uni damit meine Glasgeräte reinigen musste. Die Dämpfe beißen in der Nase, rauben mir fast den Atem. Aber es ist nicht besonders giftig, versuche ich mich zu beruhigen. Es wird mich nicht umbringen. Vorsichtig nippe ich an der Tasse, versuche einen Schluck Aceton zu trinken. Es brennt im Mund und in der Kehle. Der Junge starrt mich erwartungsvoll mit seinen trüben Augen an, mit einem grotesken Grinsen auf den Lippen. Als ich versuche, den ersten Schluck herunterzuwürgen, steigert sich seine Grimasse ins Absurde. Er bleckt die Zähne wie ein wütender Schäferhund. Er ist kein Mensch. Er hat das Gebiss eines Raubtieres und keinen Verstand. Das ehemals zierliche Gesicht verzerrt sich zu einer hyänenhaften Schnauze, während ich verzweifelt versuche, etwas von dem Aceton zu schlucken. Tränen laufen über meine Wangen. Man kann das nicht trinken. Das geht einfach nicht. Eine unerträgliche Hitze wütet in meiner Kehle. Ich fühle mich, als würde ich ersticken, kann mich kaum noch halten. Meine von Tränen verschmierte Sicht droht zu schwinden. Die Schwärze am Rande des Blickfeldes dehnt sich aus, bis die Klopitsch mich unerwartet erlöst. Nun nicht so gierig. Denkst wohl, das ist alles für dich? Keift sie wütend und reißt mir die Tasse aus der Hand, reicht sie mit einem liebevollen Blick dem Jungen, der sie genüsslich austrinkt. Das schmeckt, brabbelt er zufrieden. Weil er so gierig ist, fasst er die Tasse mit beiden Händen und sein Beil liegt ungeschützt auf dem Tisch. Vorsichtig schiele ich zu dem rasiermesserscharfen Mordwerkzeug herüber. Der Junge scheint es vergessen zu haben. Er denkt nur noch an seinen Tee und trinkt bereits seine zweite Tasse. Mit einem plötzlichen Ruck springe ich auf und greife geschwind nach der Waffe. Er reagiert gar nicht darauf, trinkt weiter seinen Tee. Aber das eklige Weib will mich mit ihrer Gerte peitschen. Doch ich bin zu schnell für das speckige Ungetüm und schlage wütend nach ihr. Schmatzend fährt die blanke Schärfe durch Fleisch und Knochen, trennt Haut und Sehnen. Ein Arm fliegt durch die Luft, die Gerte noch immer umklammernd.
Das verstümmelte Weibsbild weicht zurück, stolpert über den großen Acetonkanister und landet kopfüber in dem Kaminofen. Sie schreit erbärmlich, will sich aus der Glut retten, aber ich eile herbei und trete ihr in den Rücken, drücke sie immer tiefer in die Flammen. Man sagt, dass der Geruch von verbranntem Fleisch widerlich sei, aber es riecht nur nach brennenden Haaren, das weiß ich jetzt. Und in diesem Moment liebe ich den Geruch. Mit dem Beil in der Hand renne ich aus dem kleinen Haus und fliehe durch den schlammigen Birkenwald. Hinter mir höre ich das Stampfen entsetzlich schneller Schritte. Ich keuche vor Anstrengung, bin aber viel zu langsam. Nach wenigen Metern hat der Verfolger mich eingeholt. Es ist der kleine Junge. In einer Hand hält er den großen Acetonkanister. Ich bin völlig hilflos, denn er ist einfach nur absurd stark. Seine Arme sind wie die Hydraulik eines Baggers und seine Hände sind Schraubstöcke. Es kostet ihn keinerlei Mühe, mich in den dicken Matsch zu werfen und mir das Beil aus der Hand zu reißen. Er hockt auf meinem Brustkorb mit der Waffe in der Hand, sein irres Gesicht ganz nah an meinem, und doch kann ich seinen Atem nicht spüren, weil er keinen hat. Ich starre in die rätselhaft hässlichen Augen in dem makellosen Gesicht und weiß, dass meine letzte Stunde geschlagen hat. Doch dann lässt er unerwartet von mir ab und verschwindet mit Axt und Kanister im Dickicht. Es ist gewiss schwer, in solch irre Augen irgendeine Gefühlsregung zu lesen, aber im Nachhinein glaube ich, dass in diesem Blick eine tiefe und unergründliche Dankbarkeit lag, als er mich verschonte. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch durch die Dunkelheit des Birkendickichts geirrt bin, aber irgendwann muss ich es geschafft haben, mich zur Bundesstraße durchzuschlagen, denn ich weiß noch, wie ich mich patschnass und völlig entkräftet zu meinem Fahrrad schleppte, das ich dort zurückgelassen hatte, und dann ungezählte Stunden durch die Nacht fuhr. Nun sitze ich in meinem Zimmer im Studentenwohnheim und schreibe diesen Bericht. Meine 5. Dose Eiskaffee ist ausgetrunken und ich werde noch eine 6. und eine 7. anfangen, denn ich will nie wieder schlafen. Vielleicht bin ich nun ein Mörder, denn ich weiß nicht, was ich da in die Flammen gestoßen habe. Ich kann nicht sagen, ob das ein Mensch war, aber der Junge war ganz sicher etwas anderes. Ich weiß nicht, was er war. Ich weiß nicht, was ich dort erlebt habe. Ich hoffe nur, dass es jetzt zu Ende ist. Manche Dinge können wir niemals verstehen, und dies ist eines davon. Da bin ich mir sicher. Ich sage euch, nichts hat mich jemals so verstört wie der Wahnsinn, den ich heute durchlebt habe. Nichts ist so unentwirrbar wie der Horror von Esther Wegen. Wald ohne Blätter. Verloren. Sie hatten verloren. Das riesige, gewaltige, unbesiegbare Heer hatte seinen Lebensdunst ausgehaucht. Vor diesen Hängen. Vor diesen unendlich, unergründlich dunklen, mehr schwarz denn grünen Wäldern aus bedrohlich, ja, tödlich wirkenden Tannen, war dagegen gebrandet, wie ein riesiger Brecher auf einen gigantischen Granitblock treffen würde, seiner Kraft beraubt, im Meer vergeht. Der Winter nahte bereits, und hier in diesen unwirtlichen, unmenschlichen Bergen sah man schon den ersten Schnee um die Baumkronen tanzen, das Leben verschlingen, ob schon der Herbst noch nicht gänzlich seine Tribut gefordert hat. Wilde Schönheit nennen es manche, wahnsinnige Hysterie manch anderer, der durch die Tore jener herrschaftlichen Burg geht und dem Wald entgegenblickt, der sich unweit der letzten Mauern
wie eine undurchsichtige Wand auftürmt. Kaum einen Steinwurf vom Rande des Waldes entfernt, war ein prunkvoller Tisch herbeigetragen worden und eine einsame, fürstlich gekleidete Gestalt saß auf einem goldenen Thron, den Blick unverwandt auf den Wald gerichtet, ein herzhaftes Mahl zu sich nehmend. Bei jedem seiner Bisse spielte ein genießerisches Grinsen um seine Mundwinkel, welches selbst über größere Entfernung noch zu sehen war. Es fror ihn ganz erbärmlich. Trug er doch nichts weiter als einen alten Leinensack am einstmals muskulösen Körper, nun ausgezehrt durch lange Monate peinigender Gefangenschaft. Brot und Wasser, Brot und Wasser, Brot und... Er wurde in die Burg gezerrt, hatte kaum mehr die Kraft, seinen Blick zu heben, obschon er wusste, was er sehen würde, hatte es gehört, gerochen und geschmeckt. Ein Soldat an seinem rechten Arm, ein Soldat an seinem linken. Beide trugen sie lange Breitschwerter an ihren Hüften mit dem Zeichen. Drache. Sie ignorierten ihn. Es kümmerte sie nicht, dass seine aufgewetzten Zehen über die mit Dreck verkrusteten Kopfsteine schleifen. Es kümmerte sie nicht, dass der einst stolze Mann nach Krankheit und Zerfall stank. Genauso wenig, wie sie sein Schicksal kümmerte. Er wurde vor den Tisch bugsiert. Sie zwangen ihn, sich einigermaßen gerade hinzustellen. Er sah dem Tod in die Augen, als er den Kopf hob. Drache. Weiterhin zuckten seine Lippen neckisch, während er sein Mahl nicht einmal unterbrach, trotz der armselig stinkenden Gestalt dort vor seinem Tisch. Sein kastanienbraunes Haar wehte sanft im umherziehenden Wind des sich aufbäumenden Herbstes, während seine Krone kurz ruckte, als er den Kopf eine Winzigkeit senkte. Sie drehten ihn herum, hin zum Wald. Ein Wald ohne Blätter, schoss es ihm durch den Kopf. Sein Verstand nahm kaum mehr auf, welch Anblick sich ihm bot. Sperrte die Tatsachen aus, während sie ihn zu einem der letzten freien Bäume in vorderster Front brachten. Der blanke Stamm, rußgeschwärzt, gen Himmel gerichtet, nur die Krone ein wenig spitz zulaufend, ja, abgerundet und glänzend im Licht des unstet schimmernden Lichtbündels, das sich kaum durch die grauen Wolken zu kämpfen vermochte. Zu beiden Seiten des Baumstammes gab es kurze Trittleitern, gerade hoch genug. Sie hatten ihn noch immer in ihrer Mitte. Nun jedoch zeigte sein Gesicht zu jenem Fürst, der sich dort unten den Wanst vollschlug. Sein Körper war nicht länger schwer und zäh wie einst, wurde beinahe wie eine Stoffpuppe in die Höhe gehoben. Der Geruch von faulendem Fleisch umwehte ihn, gurgelnde Schreie bohrten in seine Ohren. Ungesehen, ungehört, konzentrierte er all seine Gefühle ein letztes Mal, wissend, seinem Schicksal nicht entrinnen zu können, während er höher und höher gehoben wurde, ehe sie ihn oben aufsetzten und er mit aller Macht spürte, wie es ihn aufspreizte. Durch das Öl rutschig geworden, das Eindringen erleichtert, krachte sein Beckenknochen schon jetzt bedrohlich. Zum Teufel sollst du fahren, Merzeppisch, schrie er mit aller Kraft, ehe ihn der unvergleichliche, bohrende Schmerz dem Verstand raubte, seine Welt in reiner, gleißender Agonie verging und er zu einem weiteren Baum unter Zehntausenden wurde. Und er aß vergnügt weiter, der Drache, genoss den Ausblick auf seinen Wald ohne Blätter.
rain on me. Seit Stunden schon irre ich hier umher, ohne dass ich überhaupt weiß, warum. Ohne Ziel, ohne Gedanken daran zu verschwenden, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Nur ganz schwach kann ich Schemen um mich herum erkennen. Dort eine Gasse, hier ein Straßenzug. Die dunklen Schatten verkrüppelter Bäume auf grauem Grund. Meine Augen scheinen nicht so ganz richtig zu funktionieren. Oder ist es nur das Fehlen des Lichts, das alles verschwimmen lässt? Ständig spüre ich etwas Feuchtes auf der Haut. Regen? Mein Atem geht stoßweise und in meiner Brust brennt die raue Luft. Es ist, als würde ich heißen Sand einatmen, der die Schleimhaut in der Luftröhre abraspelt wie Schmirgelpapier. Mein anfänglich schneller Schritt ist kaum mehr ein Taumeln. Immer mehr verlässt mich der Elan und die Kraft, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Immer lahmer meine Gedanken und das Umherwandern der Augen. Ich bleibe stehen. Der seltsame Regen wird stärker. Ein metallener, süßlich abscheulicher Geruch liegt in der Luft. Wie eine tote Katze, die überfahren an einem dieser brütend heißen Sommertage am Straßenrand liegt, an der sich die Fliegen, Maden und anderes Getier gütlich tun, während sie langsam ihr bleiches Skelett bloßlegen, ihr alle Persönlichkeit und jedwedes Lebendige nehmen. Mir wird speiübel bei den Gedanken. Heißer Speichel sammelt sich unter meiner Zunge und ich muss mehrmals kräftig schlucken, um den Brechreiz wirkungsvoll zu unterdrücken. Eine Hand auf meinem Bauch gepresst, schwanke ich weiter. Bumm, bumm, bumm. Ich halte inne. Etwas Schweres war unweit von mir auf den Boden getroffen. Etwas Schweres, Weiches, mit dem leichten Nachhall widerlichen Knirschens und Platschens, mit dem vielleicht eine Wassermelone auf dem Asphalt zerschellt. Wie magisch zieht es mich zu dem Geräusch hin, obschon ich noch immer kaum die Hand vor Augen erkenne. Dreuende Gräuel treibt in meinem Bauch, wirbelt in meinem Kopf und betäubt meine Sinne. Bom, bom, bom. Etwas weiter links dieses Mal. Was geht hier nur vor sich? Zitternd sinke ich zu Boden. Die Arme um mich geschlungen wie ein kleines Kind, das Schutz vor der Dunkelheit sucht. Will nicht hören und nicht sehen und schon gar nicht riechen. Der Gestank wird schlimmer, kitzelt in meiner Nase kaum, dass ich aufhöre, durch den Mund Luft zu holen. Vor meinen Augen tanzen Sterne, weil ich sie immer wieder fest zusammenpresse, um das wandernde Zwielicht zu vertreiben. Da ist ein Rauschen, welches sich rasch nähert. Verwirrt spitze ich die Ohren, um zu erkennen, was das sein könnte. Bumm, 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 bumm. Rings um mich herum fallen Dinge zu Boden. Ich drehe immer wieder den Kopf, doch nur schwarze Schatten sind dort, wo vielleicht etwas liegt. Direkt über mir. Bumm, bumm. Etwas spritzt mir siedend heiß ins Gesicht, in den offenen Mund, in die offenen Augen, in die Nasenlöcher, denn kurz vor dem Aufschlag erkenne ich, es regnet Menschen.